Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu DC Talk heute. Welcome back zu unserer Talk-Veranstaltung. Ich habe heute zwei tolle Presenter mitgebracht, zwei tolle Themen. Aber bevor wir starten, ganz kurz ein bisschen Einstimmung. Warum machen wir DC Talk? Wir haben 2 Stunden Zeit am Freitagnachmittag, der ja durchaus im Fokus auch von Wochenende und Entspannung steht. Und die Idee ist, dass wir hochverdichtet, hochkonzentriert in kurzer Zeit Top-Themen abarbeiten. Und genau das werden wir heute praktizieren. Unser Konzept ist, auch das möchte ich kurz erinnern, interaktiv ausgelegt. Also es besteht nachher die Möglichkeit, Fragen zu stellen und über Chat-Funktionen eben mit uns in Kommunikation zu gehen. Was wir heute nicht haben, auch das will ich gleich sagen, wir unsere DC Talks hatten bislang ein Airmeet, das heißt, nach der Veranstaltung konnte man sich zwanglos treffen, quasi im Lobbybereich. Wir haben heute hitzefrei, das machen wir heute nicht. Also um 15 Uhr ist die Veranstaltung dann auch wirklich zu Ende und mit ganz vielen neuen Erkenntnissen und heißen Ideen, glaube ich, verabschieden wir uns dann und gehen wirklich ins Wochenende. Ja, das ganz grob zum Konzept. Und jetzt gehe ich schon in die nächste Szene, denn jetzt möchte ich die Präsenter vorstellen, ist vielleicht übertrieben. Ich will einfach mal die Namen nennen. Die sind den meisten wahrscheinlich auch ganz, ganz gut bekannt. Zum einen Sascha. Ich weiß, dass du lieber so angesprochen wirst, mit dem Thema, was uns allen, glaube ich, man kann fast allen sagen, am Herzen liegt, nämlich, wie machen wir das mit der Maßnahmenqualität in der FMEA? Das ist ein Riesenthema. Ich will es nicht anarbeiten. Und Andreas, eigentlich hätte ich Andreas dich zuerst nennen müssen, denn du wirst heute die Präsentation eröffnen mit dem Thema, das ist aus sich heraus natürlich wahnsinnig interessant. Autonomes Fahren sowieso, Backslash FMEA. Wie geht FMEA für autonomes Fahren? Auch das wird uns jetzt vielleicht alle nicht persönlich, nicht alle betreffen, aber das steht ja auch für was anderes. Das heißt, wie können wir Analyseobjekte mit sehr hoher Funktionsdichte, mit Kompliziertheit, ich will nicht sagen Komplexität, aber mit Kompliziertheit, wie können wir die analysieren? Und hier ist natürlich autonomes Fahren ein ganz, ganz heißes Thema. Ja, das war es so ein bisschen das Anwärmen. Jetzt schon ganz herzliches Dankeschön an die Referenten, natürlich auch an Sie draußen als Teilnehmer. Aber erstmal gilt mein Dank natürlich an die Referenten, die sich heute freigeschaufelt haben und ja, ich muss ich einfach sagen, sofort bereit waren, hier auch einen Beitrag zu leisten. Und das ist immer super toll für uns. Ja, und jetzt ohne weitere Schnörkel gehen wir in die erste Präsentation. Andreas, jetzt nochmal in einem Zweier-Meeting ganz herzlich willkommen. Wir kennen uns jetzt auch schon seit, ich würde sagen, gefühlt doch etwas über 10 Jahren. Und immer wenn ich dich anspreche, hast du ein tolles Thema drauf. Ja, Ich lese immer, hast du was Interessantes und du hast immer was du Interessantes. fragst immer zur richtigen Zeit. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, warum hast du denn was immer was Interessantes? Ich glaube, das hat was mit Forschung und mit deinem Job zu tun. Du forschst an interessanten Dingen und arbeitest an interessanten Dingen. Ich glaube, das kann man so fast zusammenfassen. Ja, ich will das inhaltlich gar nicht anarbeiten, denn du bist jetzt im Ring und kannst dich gerne auch noch natürlich ein bisschen genauer vorstellen. Und dann sind wir wahnsinnig gespannt auf das, was du mitzubringen hast. Ich nenne mal die beiden Stichworte autonomes Fahren und FMEA. Wie geht das zusammen? Und Andreas, it's your turn. Ja, super, Winfried. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass ich auch dabei sein darf heute und auch schon die letzten Male. Ich ja, durfte mich ja schon zu rechtlichen Aspekten hier im DC Talk austoben, in diesem neuen, spannenden Format. Und ja, du hast recht, mit Forschung, da kommen natürlich auch immer wieder neue Aspekte. Und da schlagen eben bei mir auch so zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite natürlich das Unternehmen, was sich mit Sicherheit und Zuverlässigkeit beschäftigt. Auf der anderen Seite aber eben auch die Professur, die ich habe zum Thema Sicherheits- und Zuverlässigkeitsmanagement, sodass ich also ja auf der einen Seite auch immer so ein bisschen operativ noch mitschnüffeln darf bei uns in den Projekten und auf der anderen Seite aber auch doch etwas in die
in die Zukunft blicken darf. Und diesen Zukunftsblick heute zum Thema autonomes Fahren, autonomes und vernetztes Fahren, was das für uns so bedeutet, das will ich heute mal rüberbringen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmenden, liebe FMEA-Begeisterten, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich mit dem Thema Sicherheit und Zuverlässigkeit zwangsweise auseinandersetzen dürfen oder müssen. Winfried hatte mich vor ein paar Monaten gefragt, ob ich nicht ein bisschen mal was erzählen kann zum Thema autonomes und vernetztes Fahren, eines so meiner Lieblingsforschungsgebiete, sowohl aus der Firma heraus als auch von der Hochschule. Ich habe es ja gerade schon gesagt, in meiner Brust, da pochen zwei Herzen, das unternehmerische Herz hier vom IQZ, wo man das Logo hier gerade sieht, eine Firma, die das Ganze als Beratungs- und Forschungsunternehmen für Automobilzulieferer, Automobilhersteller und Hersteller von technischen Systemen anbietet. Auf der anderen Seite eben die Professur an der Hochschule Ruhr-West, die sich im Studiengang Sicherheitstechnik mit dem Thema Sicherheits- und Zuverlässigkeitsmanagement auch beschäftigt. Und ich möchte so ein bisschen darauf eingehen, auf die Thematik, ob wir die FMEA und wie wir die FMEA zukünftig im Bereich autonomes und vernetztes Fahren denn eigentlich so nehmen. Autonome Mobilität, das ist so ein Thema, das haben wir in den letzten 15 Jahren auf ganz vielen Zukunftskonferenzen immer wieder gehört. Also man sieht hier unten auch so ein schönes Bildchen. Und ich kann mich noch erinnern, so vor 10 Jahren, da haben sich die Leute, diese Zukunftsforscher, auf den Veranstaltungen hingestellt und haben gesagt, und im Jahr 2022, da fahren wir dann alle autonom. Und es gab ja auch ein großes amerikanisches Elektromobilitäts, in Anführungszeichen Startup zum damaligen Zeitpunkt, die ja dann auch sagten, und 2017 fahren wir den Level 3. Und dann hieß es, und 2018 fahren wir den Level 3. Und dann hieß es, und 2019 fahren wir den Level 3. Jetzt haben wir 2022 und da sollte auch der Level 3 kommen und ich habe unter anderem eines dieser Fahrzeuge auch persönlich, auch ein ganz neues und ich kann Ihnen versprechen, den Level 3 wird es da sicherlich dieses Jahr auch nicht geben. Und warum ist das so? Weil wir festgestellt haben, dass die technische Umsetzung dieser immer so wohlklingenden Bilder, die wir so sehen, eben doch gar nicht so einfach ist, sowohl aus rechtlicher als auch aus technischer Sicht. Das heißt, wenn man sich mal so eine Gartner-Hype-Curve anschaut, hatten wir mal so einen Gipfel der überzogenen Erwartungen zum Thema autonome Mobilität, dann waren wir, glaube ich, in einem ziemlich tiefen Tal der Enttäuschungen. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, langsam so den Pfad der Erleuchtung hochgelaufen und sind in dem Plateau der Produktivität. Das heißt, wir sind tatsächlich in dem Bereich, wo wir sagen, jetzt ist es gar nicht mehr so weit weg, dass wir das auch erleben dürfen, dass sich Fahrzeuge automatisiert oder nachher sogar auch autonom durch die Gegend bewegen. Wo stehen wir heute? Kleiner Blick. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Die meisten werden es mitbekommen haben, dass Mercedes mit seinem EQS das weltweit erste zugelassene Level 3-System auf dem Markt hat. Das heißt, dass sie eine fahrfremde Tätigkeit in diesem System zugegebenermaßen noch unter sehr begrenzten Umgebungsbedingungen machen dürfen. Aber theoretisch können sie dann quasi legal eine WhatsApp schreiben, bis Tempo 60 auf der Autobahn, also wie so ein Staupilot wirklich dann. Und der Wagen muss für einen bestimmten begrenzten Zeitraum fail operational sein. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, was das heißt. Das heißt, er muss eigentlich alle Fahrfunktionen, die wir eigentlich sonst als Mensch übernehmen würden, die muss dieses System dann ausführen. Der BMW iX, der ist von seiner Hardware her eigentlich auch schon in der Lage, Level 3 zu fahren. Deswegen habe ich mal geschrieben, mittelfristig Level 3. Da wird sicherlich über Software-Updates irgendwann zu kommen. Die nächste Stufe in den Level 4, das wird so meines Erachtens 2025 der Fall sein. Da wird der ID.Buzz AD kommen mit Level 4-Funktionalitäten, wenn alles gut läuft. Und wir stellen aber auch fest, wenn man hier mal nach unten schaut, ne, von GM, dass wir auch in den letzten Jahren immer mehr so Robotertaxen im Testbetrieb, aber im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs haben. Hauptsächlich in den USA,
und in China. Das hatte so ein bisschen was auch mit, naja, vielleicht unserer Zurückhaltung hinsichtlich rechtlicher Themen in Deutschland auch zu tun. Aber mittlerweile sind wir eben auch so weit, dass wir auch hier im Mutterland der Automobilindustrie mit solchen Fahrzeugen auch mal auf die Straße dürfen. Also wir sehen, es hat sich einiges getan. Es sind nicht mehr nur schön gezeichnete Bildchen, sondern wir sind tatsächlich in einem Bereich unterwegs, wo wir sagen, dieser nächste Schritt in die Autonomie des Fahrzeugs, der ist doch relativ nah. Und wenn wir über Autonomie eines Fahrzeugs reden, dann stellt sich zwangsläufig natürlich immer die Frage, wie sicher muss denn eigentlich so ein Auto sein? Das wird auch ich immer wieder gefragt. Ich war gerade letztens noch auf einer Mobilitätsmesse in Köln, wo ich einen Vortrag dazu gehalten habe. Und da fragte mich auch die Moderatorin Herr Brasch, wie sicher muss denn ein Auto sein? Und dann sage ich immer, also ich unterteile das in zwei Bereiche. Wir haben einmal den rechtlichen Bereich. Ne? Da wird also irgendwie vom Gesetzgeber und durch Normungsgremien und so weiter, wird man sich den Kopf zermartern und sagen, naja, so ein Auto muss halt mal mindestens, oder es darf keine zusätzliche Gefährdung geben zu einem normalen Individualmobilität. Das kann man sicherlich alles irgendwie umrechnen. Und dann wird man für Juristen und Ingenieurinnen und Ingenieure eine nachvollziehbare Argumentationskette hinbekommen, wo man sagt, ein Auto muss mindestens das und das erreichen. Das haben wir heutzutage ja im Bereich der funktionalen Sicherheit mit den Hardware-Metriken auch schon. Das heißt, man hat sich überlegt, wie viel Ausfälle, gefährliche Ausfälle darf ich mir denn eigentlich über einen bestimmten definierten Zeitraum erlauben? Das ist aber nur die halbe Wahrheit, ne? Weil mit diesen Anforderungen, 10 hoch minus 9, PPM, Fit und sonstigen Sachen, kann so der Normalsterbliche, der so ein Fahrzeug nachher kauft, ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Das heißt, ich sage immer, die viel größere Herausforderung wird die gesellschaftliche Komponente sein, nämlich die Fragestellung, ob wir es glaubwürdig rüberbekommen, dass diese Systeme so sicher sind, dass in der Gesamtgesellschaft der Greifreflex ausgelöst wird und die Leute sagen, das Auto will ich haben oder dieses Robotaxi oder Cab oder sowas möchte ich haben. Das wird aus meiner Sicht nochmal die große Herausforderung sein. Und warum ist das so? Weil wir aus meiner Sicht in vielen Gesellschaften in so einer Sättigungsgesellschaft leben, wo die Leute relativ, ich möchte nicht sagen innovations- und technikfeindlich sind, aber zumindest mal nicht sofort aufschreien und Juhe rufen, wenn eine neue Technologie kommt. Ganz anders als in China zum Beispiel, wo wir das ganz anders sehen, wo die Leute ja schon eine Aversion gegen alte Dinge eben haben. Ne? Man besinnt sich jetzt in China auch wieder auf die etwas älteren Dinge zurück, aber man hat da jahrelang alte Bauten abgerissen und hat sie durch tolle neue Wolkenkratzer ersetzt und alles, was irgendwie alt war, war schlecht und alles, was neu war, war gut. Und in Deutschland haben wir irgendwie gerade so eine etwas andere Richtung. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir der Gesellschaft das rüberbringen, dass diese Systeme sicher und zuverlässig funktionieren. Und das ist ja auch heutzutage schon Ihre Aufgabe im Unternehmen, sicherzustellen, dass diese Systeme über die Hineinentwicklung von Sicherheit und Zuverlässigkeit und Qualität im Produktentstehungsprozess nachher dazu führt, dass am Ende ein super Produkt am Markt bereitgestellt werden kann. Und warum das so wichtig ist, das will ich Ihnen hier mal auf dieser Folie zeigen. Da geht es um das Thema Akzeptanz. Und im Januar bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen. Da war die Überschrift NIO, autonomes Auto in München in Kollision verwickelt. Habe ich diese Überschrift gelesen, habe gedacht, ach du liebe Güte, was ist da denn jetzt schiefgelaufen? Und dann sieht man auch hier oben in diesen Hashtags, ne, also die nach denen man suchen kann und die ja dann im Internet auch bestimmte Fallworte zusammenbringen, autonomes Fahren, Elektrofahrzeug, NIO-Unfall. Dann habe ich gesagt, hey, dramatische Geschichte. Gucken wir mal rein, was ist denn da passiert? Und erst wenn man den Artikel weiterliest, dann kam man dazu, dass gesagt wurde, mehr Details zum Hergang der Kollision. Wurde das NIO angefahren? Fuhr es jemanden an? War es überhaupt fahren unterwegs? Oder wurde es auf dem Parkplatz angefahren? Sind aktuell noch gar nicht bekannt. Was ist passiert? Ein Reporter ist in München unterwegs gewesen, wusste oder weiß, dass NIO autonome Fahrzeuge hat. Und man sieht hier unten noch so einen Auszug von diesem Erprobungsträger, der da oben wohl einen Laserscanner oben drauf hat. Und hat gesehen, dass der einen Defekt hat. Der hat davon ein Foto gemacht und man hat einen Artikel darüber geschrieben.
Und das ist, glaube ich, das Dramatische, was wir bei diesen ganzen neuen Technologien haben, egal ob Elektromobilität, autonomes oder vernetztes Fahren. Es gibt genug Leute, die auf so ein Thema direkt aufspringen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, als diejenigen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit bei den Produkten feststellen, so wenig Angriffsfläche wie möglich nur zu geben, damit solche Möglichkeiten, so einen Artikel zu schreiben, also eigentlich schon fast ausgeschlossen werden. Ich denke mal, es ist ein schönes Beispiel und das trifft es auch auf die Elektromobilität zu. Ne? Sobald irgendwo ein elektrisches Auto mal anfängt zu glühen oder zu kokeln, also ich bin selber ehemaliger Feuerwehrmann und Rettungsdienstler, ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die halt gesagt haben, ja, wir brauchen ein bisschen länger, um es auszumachen oder wir müssen es danach in einen Wasserbehälter stellen, aber grundsätzlich ist es für uns keine Riesenthematik. Aber es wird über quasi fast jedes brennende Elektroauto berichtet, wohingegen in der gleichen Zeit Dutzende oder Hunderte andere Fahrzeuge abbrennen, wo sich keiner für interessiert. Heißt aber für uns, für Sie, für mich, dass wir bei diesen neuen Technologien sehr genau darauf achten müssen, was darf sich so ein Fahrzeug oder eine Technologie überhaupt nur leisten. Und das, was wir meines Erachtens brauchen, das ist die, ich nenne es immer die Pferdeintelligenz, ne? Wenn wir vor 100 Jahren abends in die Kneipe gefahren sind mit unserer Kutsche und wir haben da irgendwie so 2 bis 12 Bier getrunken und wir sind danach mit der Kutsche nach Hause gefahren und der Abend ist ziemlich lang gewesen und es waren dann halt doch eher 12 Bier statt 2 Bier und wir werden müde und schlafen an den Zügeln ein, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damals nichts passiert. Entweder wir waren noch so nah an unserer Behausung dran, dass die Pferde wahrscheinlich den Weg, wenn sie ihn häufig gegangen sind, einfach alleine gelaufen sind und wären dann einfach zu Hause irgendwo stehen geblieben. Oder wenn sie sich nicht ausgekannt hätten, was machen Pferde? Sie wären einfach stehen geblieben. Ne? Was Pferde nicht machen, ist einfach in einen Fluss rennen, gegen eine Mauer laufen, gegen einen Baum rennen oder sowas. Also gesetzt den Fall, die Pferde haben in dem Abend nicht mitgetrunken, dann passiert so etwas nicht. Heute sind wir eigentlich haben wir einen Rückschritt. Wir sind nämlich heutzutage bei Fahrzeugen, die diese Pferdeintelligenz nicht oder nur teilweise mitbringen. Und wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen morgen dahin, dass wir ein kognitives Automobil bekommen. Ein Automobil, was mindestens mal so intelligent ist, wie das, was wir damals mit der Pferdeintelligenz hatten. Und damit wir so eine Pferdeintelligenz bekommen, hat man sich natürlich in den letzten Jahren auch im Rahmen der Normung Gedanken gemacht. Was brauchen wir denn alles dafür? Also man hat gesagt, okay, wir brauchen irgendwie so eine inhärente Sicherheit eines Fahrzeugs. Das nennen wir Functional Safety. Und dann hat man irgendwann gesagt, aber wenn das Fahrzeug Schnittstellen hat nach außen über eine Luftschnittstelle, also über Funk oder was auch immer, dann haben wir auch irgendwie so ein Security-Thema. Und dann hat man noch gesagt, okay, alles klar. Und wir wollen aber nicht nur die inhärente Sicherheit des Fahrzeugs, sondern wir müssen ja auch irgendwie betrachten, ob das System für bestimmte Funktionalitäten überhaupt geeignet ist. Und da hat man sich eben überlegt, da bräuchte man sowas wie SOTIF. Da sehen Sie hier auf der rechten Seite, ne, wir haben also so 3 Elemente. Das eine ist das Thema Security, wir haben das Thema Safety und wir haben das Thema Verfügbarkeit, was über die Qualität sichergestellt wird. Und das alles versuchen wir so zusammenzufassen, dass dieser kleine Bereich, wo Sie hier diesen lila Bereich, wo der Totenkopf ist, dass dieser also minimal klein wird. Und diese ganzen Bereiche, wenn man die versucht einzuhalten, dann sollte es nachher dazu führen, dass man ein relativ sicheres, zuverlässiges, aber eben auch verfügbares Fahrzeug hat. Ne? Und das ist auch tatsächlich die große Herausforderung. Ein absolut sicheres Fahrzeug, das steht am besten rum. Ja? Das fährt einfach gar nicht. Ja? Es ist aber auch so, wenn Sie, keine Ahnung, 60.000, 70.000 Euro für ein Fahrzeug auf den Tisch legen und der schaltet sich permanent immer wieder ab, ja? Weil er in einen Anwendungsbereich kommt, in ein Szenario, wo er sagt, ach, darfst jetzt aber kein Level 3 fahren, jetzt darfst du wieder kein Level 3 fahren. Dann ist die Frage, ob Sie das nächste Mal, wenn Sie so ein Fahrzeug kaufen, überhaupt noch so viel Geld ausgeben, weil Sie sich die Frage stellen, ja mein Gott, wenn ich alle 2 Minuten mehr oder weniger wieder runterdegradiert wäre vom Szenario, dann brauche ich mir so ein teures Fahrzeug, ehrlich gesagt, gar nicht kaufen. Das heißt, was wir eigentlich versuchen, mit diesen Normen hinzubekommen, das ist, dass wir, das ist linke Bildchen hier, ist der heutige Zustand. Wir haben bekannte Szenarien, die nicht gefährlich sind.
Wir haben bekannte Szenarien, die gefährlich sind. Das ist das, was wir heutzutage schon über Functional Safety eigentlich abdecken. Und dann haben wir aber noch unbekannte Szenarien, die in Teilen eben auch gefährlich oder nicht gefährlich sein können. Und zum Beispiel über die SOTIF-Aktivitäten versuchen wir dann diesen Bereich der gefährlichen Bekannten und den Bereich der gefährlichen unbekannten Szenarien über prozessuale Ansätze und Methoden absolut zu minimieren. Ja, um danach eben zu sagen, alles klar, jetzt trauen wir uns zu, so ein Fahrzeug in dieser Funktionalität dann eben irgendwann auch freizugeben. Das heißt, die meisten von Ihnen, die sich mit FMEA beschäftigen, die haben vielleicht auch sich mit dem Thema Safety schon beschäftigt. Und was Sie wahrscheinlich schon kennen, das ist die ISO 26262, das ist die funktionale Sicherheit, das ist die inhärente Sicherheit eines Systems. Da haben Sie einen großen Methodenbaukasten, da gehört eben auch eine FMEDA dazu, da gehört eine FMEDA dazu, da gehören Fehlerbäume dazu. Das ist etwas, was wir eigentlich schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten kennen und in größten Teilen auch beherrschen. Und neu dazu kommt jetzt eben das Thema Safety of the Intended Functionality, also die operative Sicherheit einer automatisierten oder autonomen Fahrfunktion hinsichtlich der relevanten Szenarien. Also genau zu überlegen, unter welchen Bedingungen darf das System das überhaupt? Also denken Sie jetzt an das Level-3-System von Mercedes im EQS, wo eben ganz klar drin steht, bis zu der Geschwindigkeit, es darf nicht regnen und so weiter. Und das führt natürlich alles auch dazu, dass Sie sich technisch überlegen müssen, was brauche ich denn, um diese Szenarien dann gegebenenfalls auch zu bewerten, um dem Fahrzeug und dem Fahrzeugführer oder der Fahrzeugführerin zu sagen, jetzt musst du bitte das Lenkrad wieder übernehmen. Dieser Safety-Prozess in der Konzeptphase, der ist ehrlich gesagt ziemlich ähnlich. Ne? Und das möchte ich heute hier in diesem Bereich Ihnen auch einfach mal ganz kurz nur zeigen. Das heißt, wenn Sie mit dem Thema funktionale Sicherheit schon Berührungspunkte hatten und Sie haben sich da eigentlich ganz wohl gefühlt und Sie denken einfach mal nur an die Konzeptphase, wo Sie in der funktionalen Sicherheit die Item Definition machen, dann die Gefahren- und Risikoanalyse oder Englisch eben HARA und danach das funktionale Sicherheitskonzept daraus entwickeln, dann haben Sie eine sehr, sehr ähnliche Vorgehensweise in der 21448, also dem SOTIF-Standard. Aber Sie haben eben noch diesen Fokus auf die auslösenden Bedingungen für Ihre intendierte Funktionalität. Und danach kriegen Sie eventuell funktionale Modifikationen. Aber es ist ehrlich gesagt kein Rocket Science und es lassen sich diese Ansätze auch wunderbar miteinander kombinieren. Jetzt ist die spannende Frage, ne? Jetzt haben wir das Thema ISO 26262 und neue Standards kommen noch mit dazu und die Technologien entwickeln sich ja so schnell weiter, dass wir auch so ein bisschen vor dieser Dilemmasituation stehen. Die eigentliche Technologie entwickelt sich weiter, es kommen neue Technologien hinzu, wie AI-Aspekte, also künstliche Intelligenz. Und das heißt, wir entwickeln uns auf der einen Seite technologisch in einen Bereich, wo wir noch nicht viel Betriebserfahrung haben. Und auf der anderen Seite müssen wir auch von den Sicherheitsbewertungsverfahren uns kontinuierlich weiterentwickeln. Und das ist im Endeffekt so ein iterativer Prozess. Es kommt eine neue Methode hinzu und wir müssen uns überlegen, wie wir die denn eigentlich auch in der Bewertung darstellen wollen. Und da ist natürlich die Frage, die sich stellt, brauchen wir bei hochdynamischen Systemen, bei autonomen Systemen überhaupt noch eine FMEA? Eine Methode, die jetzt meines Erachtens 75 Jahre alt wird, ne? Ungefähr, ja, 75 Jahre. Und man könnte ja vielleicht auch sagen, old but gold, ne? Aber wir wollen einfach mal schauen, heute auch in diesem Vortrag, ob die FMEA weiterhin als Tool auch vorzufinden sein wird und ob sie auch in diesen neuen Technologien zum Einsatz kommt. Dazu müssen wir uns aber erstmal anschauen, wie autonomes Fahren eigentlich funktioniert. Auf der einen Seite ist es ja so, ne, wir denken mal an das Pferd. Das Pferd nimmt seine Umgebung wahr. Das Pferd sieht jetzt, dass da vorne eine Schranke unten ist. Das heißt, es wird irgendwie anfangen zu planen. Also ich muss abbremsen oder ich kann außen rumlaufen. Also es wird nicht einfach gegen die Schranke dagegen laufen. Und dann wird es seine Trajektorie planen. Also sie wird den Weg planen und nachher auch ausführen. Und um das zu tun, brauche ich ganz klassisch eben Hardware, natürlich mit besonderen Bedingungen, dass es eventuell teilweise redundant sein muss. Ich brauche Software, ne? Auch da gibt es noch
ganz interessante Aspekte, auf die ich nachher noch kurz eingehen will. Und im Rahmen der Software habe ich dann eben noch gegebenenfalls, gerade zum Beispiel im Rahmen der Bilderkennungsverfahren, semantische Bildsegmentierung, den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die dann natürlich im Rahmen der Bewertung der Sicherheit wieder ganz, ganz spannend wird. Also das ist erstmal so quasi das Lösungsprinzip beim autonomen Fahren. Ne? Erkennen, interpretieren und vorhersagen, die Trajektorie planen und dann nachher eben auch ausführen. Und was wir jetzt eben, ich habe es vorher schon mal genannt, haben, ist, dass wir jetzt mit Einführung des Level 3 an einen Punkt kommen, wo wir den Fahrer partiell, zwar nur ein paar Sekunden, aber partiell, aus der Regelung, aus dem Regelkreis des Systems rausnehmen und wir deswegen eigentlich keine Rückfallebene mehr haben. Das heißt, wir kommen von einem Fail-Safe, heißt inhärente Sicherheit des Systems, muss halt funktionieren und wenn es nicht funktioniert, lieber Fahrer, übernimmt das Lenkrad und Steuer geben. Müssen wir zum Thema Temporary Fail Operational, das heißt, Fahrer ist nicht da, liebes System, musste 5 bis 8 Sekunden selber schon klarkommen. Abbremsen, an die Seite fahren, was auch immer. Hin dann zum Level 4 oder Level 5, zum richtigen Fail Operational, sodass das System in der Lage ist, auch über einen längeren Zeitraum die Fahrfunktion oder den sicheren Zustand selber einzunehmen. Und das heißt, dass diese Systeme natürlich ganz anders abgesichert sein müssen und dass diese Systeme auch ganz andere Funktionsmechanismen haben, als wir die bisher im Fahrzeug eigentlich so kennen. Das besteht weiterhin aus Mechanik. Ne? Da kann man sicherlich einen Haken dran machen und sagen, so ein Fahrzeug hat weiterhin Mechanik und diese Mechanik, wenn man das hier sieht, ne, die Module, die kann ich in einem Zuverlässigkeitsblockdiagramm abbilden. Und die bestehen auch weiterhin aus Elektronik. Ne? Auch das kann ich mit einem RBD oder einer Fehlerbaumanalyse abbilden. Aber ich habe vielleicht schon Abhängigkeiten. Ne? Erst der Fehler und dann der Fehler. Deswegen sieht man hier bei den Advanced Structures dann zum Beispiel Markov-Ketten, wo man eben schon mal sagen kann, aha, an welcher Stelle tritt eigentlich welcher Fehler und welcher Zustand als erstes auf. Dann kommt irgendwann das Thema der Software mit dazu. Da kann ich das wieder rekonfigurieren vielleicht. Ja, da komme ich dann schon in richtig komplexe Systemstrukturen. Und wenn dann nachher noch das Thema AI dazu kommt, dann kommen wir hier in den letzten Punkt. Das sind die hierarchischen Strukturen. Das sind Strukturen, die man eigentlich eher aus dem Luftfahrt- und Raumfahrtbereich kennt und die heutzutage aber auch in autonomen Fahrfunktionen Level 4, Level 5 eingepflegt werden. Ich will auf die anderen Punkte jetzt gar nicht so intensiv eingehen. Ich will Ihnen nur zeigen, so typisch ingenieurtechnisch, ne, wie wir denn so alle sind, wir haben uns viel, viel Gedanken gemacht, wie wir unser Leben höchst komplex gestalten können, weil wir lieben ja die Herausforderung. Und das Ganze ist jetzt ja erstmal nur technisch gesehen, wie setzen wir es denn eigentlich um? Und jetzt kommen wir als Sicherheits- und Zuverlässigkeitstechniker und sagen, und wie bewerten wir es denn dann eigentlich? Auch da eben, ne, Mechanik kann man, glaube ich, ein Häkchen dran machen, dass wir da eine FMEA für einsetzen können, das ist sicherlich klar. Dass wir eine FMEA im Bereich der Elektronik einsetzen können, das ist auch sicherlich klar. Dass wir das Thema FMEA in der Software einsetzen können, hat man, glaube ich, in einem der letzten 1, 2 DC-Talks auch gehabt. Ne? Auch da ging es um das Thema Software-FMEA. Und ich will Ihnen heute ein kleines Beispiel zeigen, woran Sie erkennen werden, dass Sie auch, wenn Sie Methoden aus der künstlichen Intelligenz einsetzen, auch dort mit einer FMEA durchaus weiterkommen. Also jetzt schon mal vorab, ich glaube, wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, ob die FMEA in den nächsten 3, 5, 10 Jahren verschwinden wird, weil die Systeme immer komplexer werden. Nein, ich glaube, sie wird ein weiterhin probates Mittel bleiben, um auch in solchen sehr komplexen Systemen an den richtigen Stellen eingesetzt, zu einem Mehrwert eben auch zu führen. Ganz klar wird die FMEA nicht ausreichend sein, um ein hochkomplexes und dynamisches System alleinig bewerten zu können. Das ist gar keine Frage. Aber sie wird auch weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten. Wo es sicherlich total unumstritten ist, dass wir einen Beitrag haben, und das Beispiel ist jetzt tatsächlich wohl nicht so das Schönste, ich habe es aber aus der 21448 herausgenommen, um Ihnen zu zeigen, auf die FMEA wird auch in diesen neuen Standards verwiesen. Das heißt, auch in einem SOTIF-Standard wird die FMEA als probates Mittel zum Lösen von bestimmten Problemen herangezogen.
Ja? In diesem Fall eben die Design-FMEA. Da geht es zum Beispiel um eine Radarantenne. Und das ist ein tatsächliches Beispiel. Und ich glaube, das ist auch für uns alle, für Sie weiterhin auch klar, dass wenn ich ein mechatronisches, elektronisches oder mechanisches System habe und ich mit meinem Entwicklungsteam eine schöne Strukturanalyse mache und mir überlege, welche Funktionen soll es denn eigentlich geben und welche Fehlfunktionen können daraus entstehen, dass über diese Moderation ein ganz, ganz großer Mehrwert generiert wird und diese Durchgängigkeit eben auch zu haben. Und dann natürlich auch weitergezogen in den entsprechenden Produktionsprozess oder das weiter runtertreiben in der Lieferkette, um meinen Lieferanten gegebenenfalls eben auch zu sagen, an welcher Stelle wir zum Beispiel besondere Merkmale haben, die wir dann gerne auch in den unteren Lieferketten noch weiter verfolgt haben wollen. Also hier ganz schönes Beispiel, können Sie in der ISO 21448 nachlesen. FMEA ist weiterhin als Methode im Rahmen der Entwicklung von elektronischen Systemen gesetzt. Ich denke mal, das ist ja schon mal eine ganz beruhigende Sache, dass wir das hier feststellen können. Wo Sie vielleicht noch nicht so dran gedacht haben, ist, dass die FMEA auch bei anderen Bereichen eingesetzt werden können. Und eine große Herausforderung beim automatisierten oder auch beim autonomen Fahren ist das Thema der Lokalisierung. Ich habe auf der einen Seite natürlich die Eigensensorik des Fahrzeugs, aber das Fahrzeug muss sich ja irgendwie zurechtfinden. Und Karten, die wir heutzutage haben, mit der Genauigkeit, die sind so ungenau, dass wir sie eigentlich zum autonomen Fahren nicht nehmen können. Weil was macht das Fahrzeug? Also wenn Sie jetzt auf einer Straße fahren und Sie fahren auf eine Kreuzung zu und das System sagt, in 50 Metern rechts abbiegen und es sind aber eigentlich nur 35 Meter, und Sie sehen aber, dass da vorne die Abbiegung ist, glaube ich kaum, dass einer von Ihnen die 50 Meter komplett fährt, um dann wieder über den Bürgersteig abzubiegen. Ja, das macht keiner. Sie werden es überhaupt nicht wahrnehmen, dass diese Abstände vielleicht gar nicht stimmen, sondern Sie werden einfach sagen, ach ja, hier muss ich abbiegen. Das autonome Fahrzeug, das kann das aber nicht so einfach. Das hat die Eigensensorik und das sagt, hier ist eine Straße und da geht eine Straße ab. Und jetzt kommt auf einmal eine Anweisung, bieg in 50 Metern ab. Und dann sagt die Eigensensorik, aber in 50 Metern ist gar keine Straße. Das heißt, das Auto kommt in eine Dilemmasituation. Und diese Dilemmasituation könnte gegebenenfalls dazu führen, A, dass es ein sicherheitsrelevantes Thema gibt. Das würde man wahrscheinlich vermeiden, indem man das Fahrzeug dann eher in einen sicheren Zustand überführt und sagt, also wenn du dir nicht sicher bist, wo du bist, dann bleib einfach stehen. Und dann haben wir aber wiederum das Problem, dass wir als User in dem Fahrzeug wahrscheinlich total entnervt dann die automatisierte Fahrfunktion übernehmen als Mensch und dann sagen, meine Güte, an der Stelle hängt sich das System immer wieder auf. Was man jetzt macht, ist, dass man sogenannte UHD-Maps entwickelt, also hochauflösende Karten. Und im Rahmen des Erstellens von diesen hochauflösenden Karten nutzt man unter anderem Ansätze aus der Prozess-FMEA, um zu versuchen, systematische Fehler zu vermeiden. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn wir hier mal auf die nächste Seite gucken. Wie macht man das? Man muss erstmal Daten aufnehmen. Das heißt, man fährt mit einem Fahrzeug und entsprechender Eigensensorik oder externer Sensorik auf dem Fahrzeug verbaut über bestimmte Strecken, verfilmt die, ne, mit hochauflösenden Kameras, versucht über Landmarken eine ganz genaue Positionierung zu bekommen und nimmt also erstmal Daten auf. Danach werden die Daten prozessiert, das heißt, es werden erstmal solche Übersichtskarten eben erstellt und danach werden diese hochgenau vermessenen Hilfskarten mit den Bildern kombiniert, die dann eben darstellen, an welcher Stelle genau die Abfahrt ist und so weiter. Und Sie können sich vorstellen, dass über diesen Prozess, also erstens die Daten aufzunehmen, die Daten zu verarbeiten und die dann nachher auch wieder zu fusionieren, es beliebig viele Möglichkeiten gibt, dass sich jemand da irgendwie vertut. Und die Prozess-FMEA ist durchaus ein probates Mittel und wird auch aktuell in einem der Forschungsprojekte, in denen wir unterwegs sind und wo Teststrecken aktuell digitalisiert werden, eingesetzt, um zu versuchen, die systematischen Fehler in dem eigentlichen Prozess der Kartenherstellung zu vermeiden.
Wenn die Karte erstmal erstellt ist, ist sie da. Ja? Und sie sollte möglichst wenig Fehler natürlich aufweisen. Also ich hoffe für den einen oder anderen von Ihnen vielleicht ein neuer Aspekt und eine neue Anwendungsmöglichkeit und auch die Darstellung, dass man mit dieser Methode der FMEA auch die Möglichkeit hat, in solchen ganz, ganz modernen Szenarien einen Mehrwert zu bieten. Eine andere Möglichkeit, wo ich die Anwendung der FMEA gefunden habe und wo es auch explizit in der ISO 21448 verknüpft ist, ist im Bereich des maschinellen Lernens. Im maschinellen Lernen haben wir ja auch die Herausforderung, dass wir nicht einfach irgendwie so auf der grünen Wiese anfangen, einen Algorithmus generieren und sagen, ja, dann fangen wir an, ein bisschen zu regeln. Auch hier müssen wir uns erstmal überlegen, was fließen eigentlich für Daten ein, welche Abhängigkeiten haben vielleicht diese Daten, welche Korrelationen gibt es denn irgendwie in diesen Daten. Und auch dort kann man beim Generieren von Testdatensätzen, von Trainingsdatensätzen, von Validierungsdatensätzen sich vorher mal Gedanken machen, an welchen Stellen eventuell systematische Fehler eintreten können, die danach dazu führen, dass ein Algorithmus, der im Fahrzeug eingesetzt wird, nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das ursprünglich eigentlich vorgestellt haben. Und da kommt auch die FMEA zum Einsatz, um eben diese Möglichkeiten, diese Fehlermöglichkeiten in der eigentlichen Erstellung von solchen Lernalgorithmen aufzudecken. Auf der einen Seite will man eben die Einschränkungen darstellen, ne? Und auf der anderen Seite will man sich eben auch anschauen, wo denn Abweichungen auftreten können. Ja? Und ich habe das hier mal dargestellt, wenn ich jetzt offline trainiere, also das heißt, ich habe zum Beispiel über so eine Teststrecke ganz viele Verkehrsschilder aufgenommen und ich möchte jetzt meinem Lernalgorithmus beibringen, was ein Stoppschild ist und dass der auch das Stoppschild erkennt, wenn da vielleicht ein Pixelfehler drauf ist, weil da irgendjemand vielleicht einen Kleber drauf gemacht hat oder sowas. Ja? Dann nehme ich also erstmal ganz, ganz viele von diesen Daten, Zehntausende, Hunderttausende, ne, und sage diesem Algorithmus, das ist ein Verkehrsschild, das ist ein Verkehrsschild, das ist ein Stoppschild, das ist ein Geschwindigkeitsschild und so weiter. Und ich fange also an, diesen Algorithmus zu trainieren. Danach versuche ich ihn natürlich zu evaluieren, ja, zu gucken, wie genau und wie gut erkennt er denn jetzt eigentlich zum Beispiel das Verkehrsschild, erkennt er das nur, wenn er genau drauf guckt oder auch wenn er es von der Seite sieht. Und erst wenn ich mir sicher bin, alles klar, der Algorithmus, der erkennt auch alles, erst dann kann ich es eigentlich im Fahrzeug verbauen. Und auch da hat man eben die Möglichkeit, mit der FMEA zu versuchen, die Fehlermöglichkeiten im eigentlichen Aufbereiten der Daten, Trainieren der Daten, Auswahl des Algorithmuses darzustellen. Ich will Ihnen nur ein ganz kleines Beispiel geben. Ein Algorithmus in neuronalen Netzen ist zum Beispiel ja sehr davon abhängig, mit was Sie das trainieren. Und der kulturelle Einfluss hat da durchaus, oder die kulturellen Gegebenheiten haben einen großen Einfluss darauf. Und das ist eine große Herausforderung tatsächlich, sodass, hat man in den USA Tests gemacht, wenn Sie normalen Entwicklungsingenieuren Bilder geben, um Personen zu erkennen, dann haben die normalen Trainingsalgorithmen weiße, männliche Personen am besten wahrgenommen. Und zum Beispiel farbige, weibliche Personen deutlich schlechter. Warum? Weil die Leute, die diese Algorithmen trainiert haben und angewandt haben, hauptsächlich weiße, männliche Personen waren, die das nicht absichtlich gemacht haben, sondern die eben einfach geguckt haben, was passiert um mich rum, die in Szenarien gefahren sind, wo vielleicht hauptsächlich, denken Sie mal irgendwie an Silicon Valley oder so, das sind ja dann hauptsächlich so Bereiche, wo auch durchaus wohlhabende Leute wohnen und sie überrepräsentieren dann eine bestimmte Personengruppe, eine bestimmte Gruppe an Fahrzeugen, an Häusern, an Straßen, im Gegensatz zu anderen Regionen gegebenenfalls. Und um diese Fehler systematisch festzustellen, kann man also durchaus wieder
die Methode der FMEA heranziehen. Jetzt ist so die Frage, war es das schon? Na, nein, das war es natürlich nicht. Wenn wir in den Level 4 oder in den Level 5 einsteigen, dann brauchen wir also noch wirklich Methoden, die ja im wahrsten Sinne des Wortes Rocket Science sind. Und in den letzten 3-4 Minuten will ich da noch mal einmal mit Ihnen drauf eingehen. Auf der einen Seite möchte ich Ihnen mal darstellen, Sie sehen hier auf der linken Seite das Bild vom Airbus A380 mit seiner serviceorientierten Architektur. Das heißt, Sie sehen, Sie haben ein Service Level Flight Control mit Elektronik und Software. Und Sie haben ein Service Level mit Engines und Fuel und Energy und Kabine und Cockpit. Und alles ist mit zentralen Steuergeräten ausgestattet und mit den anderen verlinkt. Genau die gleiche serviceorientierte Architektur findet sich mittlerweile unter anderem auch im ID, in der ID-Plattform. Hier auf der rechten Seite sehen Sie eben den ID3. Ja, der ID3 besteht aus 4 Service-Providern. Der eine, der sich ums Chassis kümmert, der andere, der sich ums Infotainment kümmert, einer, der sich um Powertrain kümmert. Und das sind alles eigenständige Rechenarchitekturen, auf denen eben entsprechend Software läuft und darauf dann eben auch Apps. Und die dann die Möglichkeit geben, im degradierten Falle, im Sicherheitsfalle, gegebenenfalls Funktionen auch auszulagern. Also dann kann es zum Beispiel sein, Sie fahren durch den Elbtunnel und irgendwie in Ihrem Body-Control-System degradiert etwas, was da vielleicht dazu führt, dass Sie auf einmal kein Radio mehr haben oder die Klimaanlage ausfällt, aber das Body-System sich Rechenpower aus dem Infotainment holt, um eine Sicherheitsfunktion auszuführen und das degradierte Fahrzeug dann eben noch aus dem Tunnel herauszufahren und in den sicheren Zustand zu überführen. Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie solche Systeme bewerten wollen, dass Sie da auch hochkomplexe Analyseverfahren brauchen, um diese Dynamik eben auch darzustellen. Das macht man dann heutzutage häufig über Simulationsverfahren. Was man auch in diesem Fall eben hat, das habe ich gerade angesprochen, das ist, dass man sich Redundanzen ins Fahrzeug holt. Ne? Auf der einen Seite, auf der Hardware, da ist das statisch by design. Das heißt, ich habe eine Rechenplattform, eine zweite, das heißt, ich habe irgendwie eine Redundanz. Und wenn die eine Rechenplattform ausfällt, dann kann die zweite noch rechnen. Ich kann das auch in meinem Betriebssystem haben. Das ist auch mehr oder weniger statisch vom Design her. Aber ich habe vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwie in so einen Degradationsmodus zu gehen. Wo es interessant wird, ist im Bereich der Software. Und das ist tatsächlich in diesen Systemen, auch im Rahmen der semantischen Bildsegmentierung, gar nicht mehr das Thema, dass wir sagen, das größte Problem ist, dass die Hardware ausfällt, sondern dass die Software in irgendeiner Form mal eine Fehlfunktion hat. Und dort kann man sich tatsächlich dynamische Systeme eben vorstellen, sodass man einzelne Software-Stacks dann rekonfiguriert, Funktionen auf anderen laufen lässt und sich dann die Funktionen zum Beispiel nachher wieder zurückholt. Diese redundanten Systeme, das sind sogenannte hierarchische Systeme, HCFSM-Modelle, die wurden ursprünglich für die Luftfahrt entwickelt, ne? Also gerade für diese serviceorientierten Architekturen. Und ich wette mit Ihnen, wenn wir vor 10 Jahren mit diesen HCFSM-Modellen, wo wir mittlerweile sogar Patente mit Volkswagen zusammenhalten, also einige mittlerweile, wenn ich das vor 10 Jahren beim Volkswagen platziert hätte, da hätten die uns wahrscheinlich ausgelacht. Dann hätten gesagt, warum brauchen wir denn eigentlich Sicherheitsbewertungsverfahren, die ein A380 hat? Und auf einmal sind wir genau in diesem Bereich. Ja? Wir arbeiten mit genau diesen Methoden, die wir eigentlich nutzen, um hochredundante Luftfahrtsysteme sicherheitstechnisch zu bewerten. Und das geht natürlich noch ein bisschen weiter, aber also um das Thema Zuverlässigkeit abzubilden, da können wir das mit regulären KPIs machen, Ausfallwahrscheinlichkeit, Überlebenswahrscheinlichkeit, Ausfalldichte, Ausfallrate, das ist überhaupt kein Problem. Die Verfügbarkeit, die ist dann abhängig von dem Status, den wir haben, also voll funktionsfähig, degradiert, sicherheitsgerichtet. Und wir haben natürlich irgendwie so diese Darstellung einer Sicherheitsfunktion, wo überwacht werden muss und so weiter. Und all diese drei Aspekte,
die müssen wir auch methodisch zusammenfassen. Letztes Beispiel, nur nicht um Sie abzuschrecken, ist Willkommen in der Raumfahrt. Das sind die sogenannten FDIR oder FDIRO-Systeme, also Failure Detection, Isolation and Recovery. Das sind Systeme, die man ursprünglich mal entwickelt hat, um die Verfügbarkeit und die Sicherheit von Satelliten im All zu bewerten. Und auch hier haben wir mittlerweile den Einsatz von solchen Systemen in zukünftigen Level 4 und Level 5 Systemen im Fahrzeug. Das heißt, das Erkennen eines Fehlers, die sofortige Reaktion bei einem sicherheitskritischen Fehler, die Isolation des Fehlers und das Umschalten, also zum Beispiel auf die andere Rechenplattform oder auf den anderen Software-Stack. Danach die Diagnose, was ist denn eigentlich passiert, und die Kategorisierung, wie wollen wir damit umgehen, und dann eben die eventuelle Möglichkeit, das Safeguarding wieder zu erneuern, also zum Beispiel dann das Teilelement neu zu starten oder gegebenenfalls dann, wenn ich das eben nicht kann und das irgendwie ein Hardware-Thema ist, das Fahrzeug gegebenenfalls in einen degradierten Zustand eben zu überführen. Ja, das soll es in aller Kürze gewesen sein. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass aus meiner Sicht wir zukünftig autonom fahren werden, wir werden vernetzt werden und vor allem werden wir sicher fahren. Das Ganze werden wir uns mit einem extrem hohen technischen Aufwand erkaufen, und das Wichtige ist, dass wir nachvollziehbare Absicherungsstrategien haben. Die Menschen, die zum Schluss die Fahrzeuge nutzen werden, werden sich nur für ein solches Fahrzeug oder einen Bus oder eine Bahn oder ein Flugzeug entscheiden, wenn wir es schaffen, mit unserer Arbeit das Vertrauen hochzuhalten. Und dazu gehört auch eine verständliche Kommunikation, dass wir uns eben überlegen, wie kann man so etwas auch allgemein verständlich kommunizieren. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, wir brauchen sicherlich neue Ansätze hinsichtlich Fehlerkultur und Zusammenarbeit. Bei einem so hochkomplex und vernetzten System sind wir, glaube ich, gut beraten daran, wieder mehr in die Zusammenarbeit einzusteigen, als gegenseitig hauptsächlich zu schauen, dass nicht rauskommt, an welcher Stelle ich den Fehler gemacht habe. Ja, da möchte ich abschließend noch ein Beispiel nennen. Ein amerikanisches Automobilunternehmen aus der Elektromobilität war in einem Haftungsfall mit einem Lieferanten, den wir vertreten haben, unterwegs. Und die haben uns auf Nachfrage gigabyteweise Daten aus dem Fahrzeug zur Verfügung gestellt, worüber wir schnell feststellen konnten, dass es ein Spezifikationsproblem von denen war. Und da haben sich Leute bei dem Lieferanten darüber lustig gemacht und haben so mehr oder weniger gesagt, wie blöd sind die denn eigentlich, dass die uns das zur Verfügung stellen. Und dann habe ich gesagt, ja richtig, für die haftungsrechtliche Einordnung vielleicht erstmal schon, aber grundsätzlich hat das dazu geführt, dass wir innerhalb von wenigen Tagen genau wussten, wo das Problem lag und wir auch den Fehler abstellen konnten. Hätten die uns das gar nicht zur Verfügung gestellt, hätten wir wahrscheinlich Wochen oder Monate gebraucht, um rauszubekommen, woran es denn danach liegt, und hätten uns dann vortrefflich über alles gestritten, was wir in dieser Zeit kontinuierlich weitergefertigt hätten. Also ich glaube, je komplexer wir werden von den Systemen, desto mehr müssen wir uns auch auf das Thema der Zusammenarbeit und Fehlerkultur wieder zurückbesinnen. In diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es war mal ein kleiner und kurzweiliger Einblick in die nahe und fernere Zukunft. Und Johann Wolfgang von Goethe sagte ja schon so schön, wo viel verloren wird, ist manches zu gewinnen. Ich hoffe, dass Sie und wir auch weiterhin auf der Gewinnerseite unterwegs sind. Und in diesem Sinne freue ich mich auch darauf, wenn es von Ihnen die eine oder andere Frage gibt. Herzlichen Dank. Ja, erstmal von meiner Seite herzliches Dankeschön, Andreas. Toller Vortrag, ich habe ganz gebannt zugehört. Bevor wir in die Fachlichkeit gehen, mal eine ganz andere Frage. Ich weiß, dass du ja auch Vater bist von Kindern. Werden die eigentlich noch einen Führerschein brauchen? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt deine Kinder sind. Ist das noch notwendig für diese Generation, für deine Kindergeneration? Oder wird die Mobilität keinen Führerschein mehr benötigen? Level 3, 4, 5 und so weiter. Also meine Kinder, die Jungs, die sind jetzt 7 oder die werden jetzt 7, die Zwillingsjungs.
Das heißt, für die wird das Thema in 10 Jahren ja so ungefähr interessant. Ja, da sind wir also deutlich hinterm Jahr 2030. Ich weiß, also Sie werden wahrscheinlich noch einen Führerschein machen können, wenn Sie unbedingt wollen. Die Frage ist, ob Sie noch einen Führerschein machen werden. Ja? Weil wenn ich eine multimodale Mobilität habe, die mich ohne große Probleme von A nach B bringt, indem ich nämlich einfach zu Hause mein Handy nehme und ich mir dann ein Robocab hole, was mich zum nächsten Verteilerknotenpunkt bringt, ich dort getaktet mit Bus oder Bahn oder wahrscheinlich eher dann mit der Bahn eine lange Strecke fahre und dort mich wieder in ein Cab setze, dann stelle ich mir die Frage, ob die überhaupt noch die Notwendigkeit sehen, Individualmobilität zu haben. Das passt aber nur meines Erachtens für den großstädtischen Bereich. Ich denke, das gilt jetzt nicht für irgendwelche Regionen, in denen das vielleicht noch ein paar Jahre länger dauern wird. Grundsätzlich glaube ich aber oder bin ich davon überzeugt, dass wenn das Mobilitäts, oder wenn die Mobilität sichergestellt wird, die wir eigentlich haben wollen, egal wie, in Urlaub fahren, einkaufen gehen oder was auch immer, und das ist sichergestellt, ohne dass ich etwas dazu besitze, dann muss ich nicht ein Auto besitzen. Also bei mir steht es auch viel rum, ne? Und es ist ja eigentlich der Wahnsinn, dass man dann für viele, viele 10.000 Euro Kapitaleinsatz da ein Vehikel hat, was 22, 23, manchmal 24 Stunden eigentlich nur rumsteht. Also ich glaube, für meine Kinder könnte ich mir vorstellen, dass die tatsächlich gar keinen Führerschein mehr machen. Nicht auszuschließen, ne? Ja. Gut, ich schaue mal in die Runde zu weiteren Fragen. Das war ja eine sehr allgemeine Frage. Ja, also über Slido kam beispielsweise rein. Kann ich denn ohne Kenntnisse zum Thema künstliche Intelligenz entsprechende FMR moderieren? Jetzt aus der Rolle des FMR-Moderators, ne? Ich habe keine Ahnung zu diesem Schlagwort KI. Wie Ja. komme ich denn damit klar? Ja, ich denke mal, das ist ja die Herausforderung eines jeden FMEA-Moderators. Ja, Winfried, du wirst das ja auch kennen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, man muss sich da natürlich ein bisschen einarbeiten und sich überlegen, wie läuft das denn eigentlich ab? Aber grundsätzlich wird man es auch da haben, dass man ein interdisziplinäres Team hat, aus einem Data Scientisten, aus jemand, der sich mit den Netztopologien auseinandersetzt. Und wir wären dann nur diejenigen, die eigentlich die Struktur und die Kompetenz der FMEA da eben mit einbringen. Genau. Aber es macht natürlich schon Sinn, sich vorher auch ein klein bisschen damit zu beschäftigen, weil auch das Wording der Leute eben doch etwas anders ist als so in den klassischen Entwicklungsprojekten. Genau. Aber insofern ist es so wie immer, denn Ja. das heißt, wir müssen die Sprache zumindest aufnehmen, wir müssen uns in dem Umfeld bewegen können. Und das gilt natürlich auch für KI. Mir hat letzte Woche jemand gesagt, naja, das ist ein tolles Schlagwort marketingmäßig. Es gibt natürlich keine unbegrenzte maschinelle Intelligenz. Die ist nicht grenzenlos, diese KI. Ganz klar, sie hat ja einen Und sie Scope ist von sehr stark 6. vom Menschen abhängig. Das muss man Genau. eben auch dazu sagen. Ja? Also so wie ich ja vorher versucht hatte, die KI ist in der Regel immer so gut wie derjenige, der sich über die Struktur vorher Gedanken gemacht hat. Ne? Genau. Und der eben auch sagt, wie möchte ich lernen? Wie sehen meine Trainingsdatensätze aus? Also wir sind vielleicht auch zum Glück nicht in einer Situation, wo wir einfach irgendein Netz nehmen und einfach ein bisschen Daten reinkippen und das Netz uns dann nachher erklärt, wie die Welt funktioniert. Ja, Genau, also so gibt es nicht. da sind wir zum Glück noch nicht. Prima. Ich gucke gerade noch mal die Runde. Da gibt es noch eine weitere Frage. Gibt es denn schon Ansätze, das Thema Cyber Security ebenfalls in so einen generischen Ansatz zu packen? Ja, da ist so ein bisschen das Problem, also das Thema SOTIF und funktionale Sicherheit, das hat einen ganz, ganz guten Überdeckungsgrad. Ja, das kriegt man auch ganz gut übereinander. Da bin ich auch gerade richtig tief drin, weil ich heute Morgen noch ein Masterkolloquium abgenommen habe mit einem Studenten, der eine ganz, ganz tolle Arbeit darüber geschrieben hat. Wo wir tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung haben, ist dort jetzt ins Triumvirat die Cyber Security noch generisch zu integrieren. Das ist
einer unserer Ansätze, die wir jetzt auch gerade so verfolgen, weil wir eben gesagt haben, es darf eigentlich nicht sein, dass wir nachher so drei parallele Ansätze haben. Ja? Dann macht der eine, der bewertet das aus Fusi-Sicht und der andere, der bewertet das aus SOTIF-Sicht und dann kommt der nächste, der bewertet es dann noch aus Security-Sicht. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht leisten im Produktentstehungsprozess. Und also man kann sagen, also nein, es gibt noch keinen so einen generischen Ansatz, der so state of the art ist. Ne? Es gibt, glaube ich, ein paar ganz gute Ansätze in die Richtung. Wir arbeiten auch gerade in einem Gaia-X-Projekt, ist ja eines der größten öffentlich geförderten Projekte dazu. Da geht es auch genau um diese Frage. Und da geht es eigentlich schon wieder so ein bisschen um das Thema der, in Anführungszeichen, Industrialisierung der Methoden. Ja, also wie schaffen wir es, die Methoden so darzustellen, dass das eben nicht nur für einen DAX 30-Konzern machbar ist, sondern dass das mehr oder weniger eben auch bei mittelständisch geprägten Unternehmen eingesetzt werden kann. Ja. Aber das Thema Security wird natürlich ein Riesenthema, weil mir als Endkunde ist es ja im Endeffekt nachher egal, ob das Fahrzeug wegen eines Bitkippers digital in die Leitplanke abbiegt oder weil da ein Angriffsvektor vorhanden war und der Wagen gehackt wurde. Also ich habe jedes Mal eine Gefährdung für Leib und Leben und warum das so ist, ist mir eigentlich egal. Auch das ist ja nicht neu für uns auf der Fahrzeugebene. Spielen diese Details meistens gar keine Rolle. Ja, ja, ich glaube, eine Frage können wir noch. Und da gibt es auch noch eine. Wie sieht es eigentlich mit der Rechenkapazität aus in diesem Kontext? Ne? Erfordern solche dynamischen Systeme im Fahrzeug nicht gigantisch Rechenpower? Ja, definitiv. Und es ist eine der größten Herausforderungen, auch bei uns in der Transformation der Forschungsansätze in die Vorserie und Serie, das nachher so skalierbar zu gestalten, dass das eben auch mit den Rechenplattformen, die wir haben, und wir wissen, dass wir im Automobilbereich eben über Cents oder auch bei teuren Rechenplattformen zumindest mal über Euros sprechen. Ja? Und das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung. Und auch immer dieser Kampf zwischen wie viel Monitoring muss denn eigentlich sein? Ja, weil jede Diagnose kostet mich ja wieder Rechenpower. Ne? Alles, was ich an Diagnosen und Sicherheitsfeatures quasi da eingebaut habe, kostet mich wieder Rechenleistung, die ich eigentlich für die Ausführung der gewollten Sollfunktion habe. Das heißt, es degradiert vielleicht etwas. Ich habe nicht eine so schöne Regelung, wie ich es eigentlich wollte. Ich muss eine Funktion abwerfen. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung und das hat auch also nicht nur den Aspekt Rechenpower, sondern das hat tatsächlich auch einen Aspekt hinsichtlich Stromverbrauch und so weiter. Ne? Also auch da ist es so, dass solche Rechenplattformen, also ist jetzt nicht so, dass ich die mit einer kleinen 12-Volt-Batterie oder 9-Volt-Batterie laufen lassen kann. Also die nehmen schon wirklich richtig auch Leistung auf und da wir ja auch über das Thema Effizienz und so weiter reden, sprechen wir auch da natürlich viel drüber. Okay, also ich denke, das ist absolut nachzuvollziehen. Ich bin hier neulich damit, vielleicht kennst du Boston Dynamics, diese interessanten Robotsysteme. Ja, haben wir auch einen an der Hochschule, ja. Ja, herrlich. Der läuft dann immer so durch den Gang. Genau, ich habe auch ein Video hier neulich gesehen und die nächste Generation von den Jungs, die brauchen ähnlich viel. Ja. Rechenpower, das ist fast ein vergleichbares Problem. Ja. Ja, wir haben tatsächlich gestern in der Berufungskommission darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn der eigentlich Pizza holen gehen würde. Ne? Mhm. Und wir haben tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, ob wir da nicht so ein internes Forschungsprojekt machen, dass er mit so einem Kistchen hinten über die Straße rüberläuft zum Pizzaladen und sich die Sachen abholt. Das fände ich tatsächlich ein richtig klasse Ansatz. Pizza schafft er vielleicht noch, die ist nicht ganz so schwer, aber da gibt's leider im Moment doch ziemliche Grenzen, was die Jungs da können. Aber er muss über eine Straße rüber mit einer Ampel, eine signalgesteuerte Straße. Also es wären schon zahlreiche Herausforderungen mit dabei. Und bitte den Giovanni auf der Gegenseite ein bisschen vorbereiten, was demnächst auf ihn zukommt. Ja, genau. Wir haben ja schon gesagt, ein Hund kann in der Regel ja gut riechen. Schön wäre, wenn er das riechen würde, wenn die Pizza fertig ist. Ne? Ja. Ich hatte das hier neulich übrigens im Silicon Valley, in einem Hotel, als ich ein Bier abends bestellte. Und doch so ein Robotsystem mir das Bier angeliefert hat. Mhm. Weil ich das wirst du aus China, aus Heidi Lau oder sowas ja auch kennen. Mhm. Da wird ja abgeräumt zum Beispiel, ja. Ne? mit solchen autonomen Systemen. Also ich war jetzt natürlich auch seit 2 Jahren nicht mehr in China, aber das war vor 2 Jahren in Shanghai, war das schon durchaus bei Heidi Lau State of the Art.
Und die reservieren mittlerweile auch, ja. Ja, Andreas, nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das ist jetzt kein Abschied, auch nicht für heute, denn ich will nochmal darauf hinweisen, wir sind nachher nochmal im Abschlusspanel in der Dreierrunde zusammen. Also dann würde ich sagen, zum einen Dankeschön, zum anderen aber bis gleich, bis nach dem Vortrag, der jetzt kommt. Ja, herzlich willkommen, Sascha. Immer schön, dich hier bei uns zu haben. Es gilt vieles, was ich eben bei Andreas gesagt hatte, ja auch. Aber ich will noch einen draufsetzen, denn du machst nicht nur immer tolle Vorträge, sondern hier habe ich das Gefühl, du machst es auch noch total gerne. Du lebst genau wie ich da drin. Du berichtest etwas, wo das verschwimmt. Ist das nun mein Job oder mein Beruf oder macht das einfach nur Spaß? Und ich denke, das ist einfach etwas, was wir gut gebrauchen können. Und das Thema, was du dir ausgewählt hast, das ist, ja, sagen, das könnte ein Showstopper sein, wenn das nicht funktioniert. Denn wir müssen letztendlich Mehrwert generieren. Und Mehrwert könnte man ja ausdrücken dadurch, dass wir Maßnahmen definieren, seien es vermeidende, nachweisende Dinge, was auch immer. Und die müssen gut sein. Und jetzt fehlt ein Riesenkapitel von drauf. Geschichten an, denn häufig sind diese Maßnahmen gar nicht so gut wie erhofft. Sie sind manchmal nur ein Kommentar, manchmal steht auch gar nichts da und A gleich 3, wo man sagt, wie ist das denn möglich? Oder aber ich denke, das ist eigentlich gar keine Maßnahme, da hat jemand ja, eine Notiz gemacht, aber keiner kann damit was anfangen. Und das könnte man fortsetzen mit neben der Qualität, ja, wie trackt man die und ganz, ganz viele organisatorische Dinge. Das ist manchmal wie eine Operation am offenen Herzen. Ich will aber in keinster Weise in die Lösung einsteigen, in deine Ideen, aber das markiert so ein bisschen, um was es jetzt geht, nämlich um die Qualität von Maßnahmen. Ja. Sascha, ich denke, vorstellen machst du am besten auch selbst. Ich habe ja zwei, drei Schlagworte geliefert und ich freue mich wie immer jetzt schon auf deinen Vortrag und los geht's. Okay. Gut, also dann. Okay, also dann moin moin von meiner Seite aus. Freut mich, dass du mich eingeladen hast wieder, Winfried. Bin immer sehr gerne bei dir und finde es auch immer sehr schön, deine Veranstaltung. Also freue mich hoffentlich auch drauf, mal wieder am FNA-Forum teilnehmen zu können und freue mich da natürlich auch wieder auf den wunderbaren Grünkohl im Rampental. Ja, du hast gesagt, dass ich die Sachen immer gerne rüberbringe. Das ist eigentlich so auch eine der Hauptaufgaben von Fraunhofer, dass wir ja Erkenntnisse auch in die Industrie bringen. Das heißt also auch diese Sachen nach außen tragen. Wenn jetzt der Andreas sehr stark im Bereich von diesem autonomen Fahren etc. unterwegs war, dann ist es jetzt bei mir mehr so Richtung den klassischen Themen, also für mich so das Pendant zur funktionalen Sicherheit ist eben die besonderen Merkmale. Und da würde ich jetzt mal reingehen, die klassischen Maßnahmen, die wir haben, eben im Bereich von Mechanik und da eben Design und Prozess. Also was ich gern darstellen möchte, sind Denkmodelle zur Maßnahmendefinition. Welche Maßnahmen greifen und welche greifen gegebenenfalls nicht. Also du hast es gerade schon wunderbar angesprochen, Winfried. Für mich so die Klassiker in der FMEA, dann steht irgendwo in der Design-FMEA drin, falschen Durchmesser definiert. Und als Entdeckungsmaßnahme kommt dann in der Design-FMEA, ja, Durchmesser prüfen. Aber nur durch das Prüfen von dem Durchmesser kann ich nicht herausfinden, ob er jetzt richtig ausgelegt wurde oder nicht. Oder in der Prozess-FMEA falsches Drehmoment eingestellt und dann kommt irgendwo so der Punkt raus, starker Selbstprüfung. Damit wird er auch nicht merken, ob er das falsche Drehmoment eingestellt hat. Dann würde ich gerne so ein bisschen zeigen, Denkmodelle zur Maßnahmenbewertung. Wie kann man auch da diese Risikobewertung mit A und E
etwas optimieren. Und natürlich das, was du auch noch angesprochen hast, das ganze Thema Maßnahmenmanagement. Wie geht es dann nachher mit den Maßnahmen weiter? So, Ziele der FMEA-Arten. Also der Andreas hat ja relativ stark über das Thema jetzt mit funktionaler Sicherheit gesprochen. Das wäre für mich jetzt hier immer so das Denkmodell mit dem Opel Meriva. Da habe ich Türen, die hinten entgegen der Fahrtrichtung aufgehen. Und die dürfen natürlich auf keinen Fall während der Fahrt aufgehen. Also da haben wir auch in dem Projekt, und das war auch schon 2008, System-FMEAs durchgeführt und das Ganze unter funktionalen Sicherheitskonzepten betrachtet. Da ist zum Beispiel in der Türe ein Mikroschalter drin, der erkennt, ob die Türe verriegelt ist oder nicht. Und hier muss ich eben in so einer System-FMEA mir Gedanken machen, was wäre, wenn der Mikroschalter im Betrieb ein Stuck-at-on oder Stuck-at-off hat, also irgendwo an einer Position hängen bleibt. Wie kann ich das im Betrieb erkennen und das Fahrzeug in einen sicheren Zustand überführen? Also Frage in so einer System-FMEA immer, was kann passieren, aber nicht, warum kann es passieren? Das Thema, warum es passieren kann, das wäre dann so typischerweise in der Design-FMEA, Konstruktions-FMEA, Produkt-FMEA, je nachdem, wie man es nennt, wo ich eben mir Gedanken mache, habe ich das Produkt für den Anwendungsfall zuverlässig ausgelegt. Hier suche ich die Fehler, die der Entwickler machen kann, eben zum Beispiel bei der Entwicklung von dem Mikroschalter. Und wenn wir dann in die Prozess-FMEA reingehen, dann wäre eben die Frage, was könnte zum Beispiel bei der Herstellung des Mikroschalters für Fehler auftreten und wie würden wir die eben noch entdecken, bevor das Ganze zum Kunden rausgeht. Fokus möchte ich jetzt, nachdem der Andreas sehr stark auf dem Thema hier unterwegs war mit Richtung funktionale Sicherheit, Cybersecurity etc., ich würde jetzt eher mal auf die klassischen Themen gehen und also Design und Prozess FMEA und dort eben das mehr von der Seite der besonderen Merkmale her betrachten, weil das ist für mich, wie gesagt, das Pendant zur funktionalen Sicherheit auf der mechanischen Ebene. Wir wollen, dass ein System, wie vorher schon gesagt wurde, mit der gesellschaftlich tolerierbaren Restwahrscheinlichkeit letztendlich ausfällt. Gut, Sorgfaltspflicht im Produktentstehungsprozess. Rechtliche Themen sind vorher ja auch schon ein bisschen angesprochen worden. Also aus juristischer Sicht, ich muss mein Produkt auslegen, berechnen, ich muss es erproben, verifizieren oder unter Einsatzbedingungen validieren. Und ich muss natürlich die Ergebnisse dokumentieren und archivieren, damit ich eben im Produkthaftungsfalle irgendwo was zeigen kann und sagen, also bei mir hat das Ganze funktioniert. Da sind wir eben sehr stark in der Design-FMEA unterwegs. Und hier kriege ich aus der FMEA heraus dann eben Informationen zum Erproben. Das heißt, alles, was ich dann für meinen Design Verification Plan brauche. Und hier eben dann von der Denke her Verifizierungsmaßnahmen zur Funktionserfüllung über Lebensdauer unter Nutzungsbedingungen, aber immer mit Bezug auch zu der in der FMEA definierten Fehlerursache. Das heißt, ein wichtiger Punkt für mich in der Design-FMEA ist, ich will eigentlich die Ursachen erkennen oder nachweisen, dass sie eben nicht auftreten. Wenn wir dann das richtig ausgelegt haben, dann geht es, wie gesagt, weiter Richtung Produktion. Dann werden da die entsprechenden besonderen Merkmale weitergegeben. Dann habe ich meine Sorgfaltspflicht aus Sicht der Produkthaftung im Produktionsprozess. Ich muss mir Gedanken machen, wie will ich das Produkt herstellen, wie will ich es prüfen und wenn ich Fehler gefunden habe, wie will ich darauf reagieren. Und hier eben ganz klar der Output auch aus der Prozess-FMEA heraus in den Produktionslenkungsplan oder auch Kontrollplan. Ich bin jemand, der lieber Produktionslenkungsplan sagt, weil bei Kontrollplan wird gerne ein K vorne dran gemacht und noch ein L hinten dran und dann verstehen die Leute gern nur den Prüfplan drunter. Hier für mich eigentlich das Interessante dabei, also hier oben bei der Design-FMEA versuchen wir die Ursache zu finden, während wir hier bei der Prozess-FMEA, das ist jetzt einfach mal eine gefühlte Hausnummer von mir, aber eher so Richtung Pareto-Prinzip, 80% geht auf Entdeckung des Fehlers und ich würde sagen eher Richtung 20% auf Richtung Ursache. Also wenn ich irgendwo einen Durchmesser produziere, eine Welle drehe, ich finde nicht direkt, dass das Werkzeug verschlissen ist,
aber ich finde den Fehler oder ich habe Entdeckungsmaßnahmen auf den Durchmesser und kann dann eben zurückschließen, okay, wenn der Durchmesser nicht stimmt, dann könnte vielleicht mein Werkzeugverschleiß die Ursache sein. Also so für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, hier oben in der Design-FMEA sollten die Entdeckungs- oder Verifizierungsmaßnahmen auf die Ursache gehen, während sie in der Prozess-FMEA vorrangig auf den Fehler gehen und seltener, einfach weil technisch nicht möglich, auf die Fehlerursache. Auch da wird sich sicherlich mit Mechatronisierung noch eine ganze Menge ändern, sei es zum Beispiel beim Werkzeug mit Stromüberwachung, beim Bohren oder sowas, wo ich dann eben auch Rückschlüsse ziehen kann, so Condition Monitoring Systeme, ob hier ein Fehler schon vorliegt. Gut, allgemeines noch zur Maßnahmendefinition in der FMEA. Also wir haben irgendwo hier unsere Hypothese im Formblatt stehen, also Fehlerart, Fehlerursache, Fehlerfolge. Und dann gehen wir ran und für mich immer sehr wichtig, man merkt es immer wieder in den FMEA-Moderationen, im Anfangsstand kommt dann immer gleich die Aussage, ja, man könnte, man sollte oder es wäre doch nicht schlecht, wenn. Wir beschreiben am Anfang nur den Ist-Zustand. Wo stehen wir heute mit unserer Planung? Und dann, falls notwendig, treffen wir Optimierungsmaßnahmen beziehungsweise gehen so weit durch, bis wir sagen, das ist jetzt ein Stand, mit dem wir auf den Markt gehen wollen. So, das heißt, Regeln zur Definition von Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen. Es wird immer erst der Ist-Zustand bewertet. Also wie ich gerade ein bisschen flapsig gesagt habe, man sollte, man könnte oder es wäre nicht schlecht, kommt nicht in den Anfangsstand für Verbesserungsmaßnahmen, für Ideen, wie man es besser machen könnte. Brauchen wir dann erst oder gehen wir rein in die Maßnahmenstände. Auch ein wichtiger Punkt für Richtung Akzeptanz der FMEA, wenn ich nämlich meinen Ist-Zustand bewerte und der ist in Ordnung, dann brauche ich keine neuen Maßnahmen machen. Und wenn die Leute dann gleich am Anfang Maßnahmen definieren, obwohl keine notwendig sind, haben sie nachher mehr Maßnahmen umzusetzen, als eigentlich im Prinzip notwendig wären. Dann auch so ein Denkmodell. Ein und dieselbe Maßnahme kann nur einmal verwendet werden. Also eine Maßnahme ist entweder vermeidend oder sie ist entdeckend. Aber sie kann nicht beides sein. Also wenn ich eine Temperaturregelung habe, um irgendwo einen Prozess zu regeln, dann ist die Temperaturregelung die Vermeidungsmaßnahme. Sollte die Temperaturregelung allerdings ausfallen, dann kann sie auch nicht mehr als Entdeckungsmaßnahme gehen. Also entweder sie ist vermeidend oder sie ist entdeckend, aber sie kann nicht beides sein. Und dann so der Klassiker, es werden nur gelenkte Maßnahmen betrachtet. Also das Bild hier rechts soll einfach mal symbolisch stehen. Aber ich war bei einer Firma und dann hieß es, also wenn da jemand an der Anlage vorbeiläuft und er schaut da runter und wenn das Licht noch gut steht, also dann müsste ich den Fehler schon sehen können. Das ist für mich keine gelenkte Maßnahme und kommt deswegen auch nicht in einen Maßnahmenstand. Lediglich irgendwo so offensichtliche Erkennungen, also dass ich etwas nicht montieren kann, weil da ein Loch fehlt, wo ich was festschrauben möchte. Solche Sachen würde ich dann mit reinnehmen. Aber ansonsten nur, was ist definiert in Plänen, in Arbeitsanweisungen, das sind für mich gelenkte Maßnahmen und nur die kommen auch in den Maßnahmenstand. So, ich würde noch ganz kurz einen kleinen Schlenker machen auf das Thema jetzt hier mit dieser neuen AP-Aufgabenpriorität anstatt der Risikoprioritätszahl. Ich denke, es ist überall jetzt durchgedrungen, dass wir hier Aufgabenprioritäten haben. Ich brauche es aber nachher für Denkmodelle, das nochmal kurz anzusprechen. Also wir gehen jetzt nach der AIAG VDA 2019 rein, schauen erstmal, wo sind wir von der Bedeutung, dann wo sind wir vom Auftreten, wo sind wir von der Entdeckung. Und daraus kriegen wir eben dann diese Aufgabenprioritäten hier rechts dargestellt, hoch, mittel oder niedrig. Das heißt, bei hoch, ich muss Maßnahmen zur Vermeidung oder Entdeckung definieren. Oder, und das finde ich sehr schön bei der neuen Vorgehensweise, oder eine Begründung liefern, warum nicht. Ich werde nachher nochmal zeigen, an welchen Stellen ich auch Begründungen liefern kann, um gegebenenfalls sogar mit einem Hoch weiterzuleben. Also muss Maßnahmen treffen oder Begründung liefern, warum nicht. So, was
ich empfehlen würde, was wir vom Fraunhofer empfehlen, ist einfach das Ganze noch ein bisschen einzufärben, also hochrot machen, mittel dann mit Gelb und niedrig mit Grün. Und wenn Sie da dann mit Softwarepaketen rangehen, dann kriegen Sie so saugeile Auswertung, nämlich hoch, mittel, niedrig, drei Balken. Da bin ich der Meinung, das bringt das Unternehmen nicht so groß weiter. Wir empfehlen dann einfach, das Ganze in eine Matrix umzuwandeln. Also wir machen nichts anderes als das, was jetzt hier in der AP-Matrix beschrieben oder AP-Tabelle beschrieben ist, einfach in eine Matrix umzusetzen. Also die Bedeutung haben wir hier, Bedeutung 10 und 9. Und dann eben die entsprechenden Auftreten und Entdeckungswahrscheinlichkeiten haben wir dann hier reingebracht. Und dann gibt es eben Bereiche, wo wir sagen, hier ist es akzeptabel, das Risiko mit Blau, dann mit Gelb oder eben mit Rot. Und das Schöne dabei ist, man kann auch ein bisschen sehen, bin ich eben extrem weit weg von einem grünen Zustand oder bin ich vielleicht in der Nähe des grünen Zustands. Es hilft ein bisschen so, das Ganze noch einzuschätzen. Und auch das nehmen wir sehr gern, wenn wir irgendwo mit Produktsicherheitsbeauftragten die Risiken kommunizieren müssen oder von einem entsprechenden Hierarchen Geld zur Verfügung haben wollen, um Verbesserungsmaßnahmen anzusteuern. Dann machen wir eben hier irgendwo ein Kreuz rein, machen noch zu dem Kreuz eine entsprechende Beschreibung, was für ein Fehler das Ganze ist und sagen dann, okay, dir und die Maßnahme empfehlen wir, dafür bräuchten wir aber von dir entsprechendes Geld. Und ich hatte es vor kurzem bei einer Firma, dass wir wirklich innerhalb von 10 Minuten dann für 3 Punkte richtig viel Geld bekommen haben, um eben Verbesserungen anzustoßen. So, Sie können sich vorstellen, wir haben ja verschiedene Bedeutungen. Das heißt, wir haben dann eben jetzt hier in dem Fall auch 5 Matrizen, die jetzt hier rauskommen. Also für die Bedeutung 9 und 10, Gesetz und Sicherheit, 7 und 8 Hauptfunktionen, 6 und 4 Nebenfunktionen und wichtige optische Themen, 2 und 3 Optik, Haptik, Akustik und die 1 eben für merkt kein Mensch. Und dafür eben die 3 Bereiche hoch, mittel und niedrig. So, vielleicht noch ein Bild hier. Ich habe letztens so in der Pandemie mehrere Online-Kurse gegeben, sei es Schulungen, sei es Arbeitskreise bei der DGQ oder beim WVIB im Schwarzwald und habe einfach mal gefragt, wie das so die Umsetzung in den Firmen ist. Und da war ganz interessant, also da haben so grob 1/4 gesagt, also ich nutze nur die neuen Bewertungstabellen aus dem AIAG VDA-Band. Oder manche haben gesagt, gut, also RPZ müssen wir durch AP ersetzen. Dann haben sie halt die RPZ rausgeschmissen und stattdessen die AP reingemacht. Das aber sollte man nicht machen, sondern diese AP und Bewertungstabellen sind aufeinander abgestimmt. Das heißt, die sollten Sie auch gemeinsam benutzen. So grob eine Hälfte der Teilnehmer jetzt in den Seminaren, ich habe mal hier so um die 100 Teilnehmer gefragt, grob die Hälfte macht das schon. Aber das war regional ganz unterschiedlich verteilt. Es gab Gegenden, die haben das so gut wie gar nicht gemacht. Manche Gegenden haben es wieder stärker gemacht. Habe da noch keinen Grund dafür gefunden, warum es an der einen Gegend stärker und der anderen weniger ist. Aber auf jeden Fall, Message, die ich rüberbringen möchte, nutzen Sie wirklich Aufgabenprioritätstabellen und Bewertungstabellen gemeinsam. So, wenn wir jetzt reinschauen, mal die Maßnahmen in der Design-FMEA. Also wir würden jetzt uns einfach mal diesen oberen Punkt, den ich vorher angesprochen habe, näher anschauen. Wie gesagt, die Message hier, ich muss eigentlich schauen, ob ich die Ursache verifizieren oder widerlegen kann. Das heißt, hier brauche ich also wirklich Maßnahmen, die auf die Ursache wirken und eben das Thema Funktionserfüllung, Lebensdauer, Nutzungsbedingungen immer noch mit im Hintergrund. So, Denkmodell, da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues, denke ich mal. Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen. Vermeidungsmaßnahmen sind eben alle die Sachen, die verhindern, dass ich eine fehlerhafte Entwicklung abgeben werde. Also das sind Berechnungen, das sind Simulationen, die sicherlich natürlich jetzt, je mehr Mechatronik reinkommt, natürlich auch immer komplexer werden. Materialauswahl anhand von Datenblättern oder auch Erfahrungen aus Vorgängerprodukten, wo man sagt, also das ist ähnlich zu dem und dem und das ist immer so vorgegangen und das hat auch gut funktioniert. Und wenn ich dann das Produkt entwickelt habe und ich Musterteile habe,
dann kommt eben das Thema die Entdeckung und das ist bis jetzt eben sehr stark fokussiert bei den mechanischen Komponenten auf das Thema, dass ich an Musterteilen Tests durchführe, sei es im Labor, mehr zur Verifizierung oder unter Einsatzbedingungen zur Validierung. Und was man eben sehr gern versucht hier, ist eben heranzugehen mit Grenzmustertest, Worst-Case-Test, wo man sagt, wenn es das übersteht, dann sollte es auch auf jeden Fall in der Praxis draußen nicht mehr versagen können. Das heißt also auf der linken Seite, da sind wir im Allgemeinen noch virtuell unterwegs, also Berechnungen, Simulationsmodelle etc. Rechts sind wir physisch unterwegs. Und wenn man jetzt sich so ein Bild noch reinnimmt, hier nochmal mit diesen Matrizen, dann bin ich genau hier an der Stelle. Links habe ich mein Auftreten. Das heißt, das geht nachher in die Auftretenskategorie rein. Und nach rechts eben hier mit der Entdeckung habe ich mein Verifizierungsrisiko. Das heißt, wenn ich jetzt hier rechts oben im linken Quadranten, linken oberen Quadranten bin, dann habe ich ein hohes Produktrisiko, ein hohes Verifizierungsrisiko. Das heißt, das könnte mich über kurz oder lang mit einem Produkthaftungsfall einholen. So. Ein Bild, was ich sehr schön finde aus der AIAG VDA-Richtlinie. Ich finde, die haben das zum ersten Mal so richtig schön jetzt auch mal im VDA-Band beschrieben. Denke war bei uns schon lange so, auch bei vielen anderen FMEA-Moderatoren. Aber sehr schön jetzt hier, ich habe hier mein Designverständnis, Berechnung, Simulation etc., also die virtuelle Schiene. Und dann steht aber jetzt sehr klar drin, dass ich hier an dieser roten Linie übergehe in ein Muster, also A, B, C, D Muster, je nachdem, und dann eben einen Test an vorhandenen Mustern durchführe. Und wenn ich eine gute Entdeckungs- und Verifizierungsmaßnahme habe, dann kann ich natürlich auch bestätigen, ob meine Entwicklung richtig war. Und damit eigentlich, und das finde ich sehr schön, eine klare Aussage, die auch mit der neuen Schrift rausgekommen ist, Entdeckungsmaßnahmen beziehen sich auf Muster. Also das heißt, ich kann Entdeckungsmaßnahmen nur an physischen Bauteilen machen. Wenn ich irgendwo eine Simulation habe, dann ist sie auf der linken Seite. Und wenn ich sage, meine Simulation ist saugut, die ist überprüft, verifiziert, dann habe ich halt unter Umständen nur eine Vermeidungsmaßnahme, aber keine Entdeckungsmaßnahme. Design Review ist keine Entdeckungsmaßnahme. Also es geht darum, an Musterteilen etwas zu finden. Versuchsergebnisse, wie gerade beschrieben, bestätigen dann, ob das Ganze funktioniert oder nicht, beziehungsweise beeinflussen dann das Auftreten, sei es positiv oder negativ, ob ich merke, okay, es funktioniert einwandfrei oder ob ich die Info bekomme, nein, hat nicht funktioniert. Und für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Prüfmaßnahmen aus der Fertigung sind im Allgemeinen aus meiner Sicht in der FMEA, in der Design-FMEA nicht erlaubt. Also ich kann nicht sagen, dann soll er die Fertigung mal den Durchmesser überprüfen, den ich hier ausgelegt habe. Wenn Sie einen Durchmesser zu klein auslegen, wird es die Fertigung definitiv nicht finden. Oh, Verifizierung besonderer Merkmale, also wie gesagt, ich ziele jetzt immer auf die besonderen Merkmale ab, da würde ich extrem sauber vorgehen. Entdeckungsmaßnahmen in der Design-FMEA nach AIAG VDA. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie sich die Tabellen mal angeschaut haben. Sie finden in der AIAG VDA-Richtlinie, finden Sie sowas OK-NOK-Tests. Das sind für mich einfach klassische Funktionstests. Die können bestätigen, ob die Funktion gegeben ist. Aber die gehen noch nicht ran mit irgendwelchen verschärften Kriterien, die sagen, ich probiere es, geht's oder geht's nicht. Dann gibt es sogenannte Test to Failure. Da wird dann im Allgemeinen die Entdeckung 3 reingenommen. Funktionstest bis zum Versagen. Das heißt, jetzt bin ich eher so in Richtung von diesen Grenzmustertests drin, dass ich dann eben sage, ich gehe mal mit Extrembedingungen rein. Ich teste einen Kühler. Ich gebe so lange Druck drauf, bis der Kühler platzt und schaue, was ich dann noch für einen Sicherheitsfaktor zu den Normalbedingungen habe. Das heißt, hier kann ich also wirklich so zu schwache Auslegung oder eben auch so Root Cause Analysis machen. Da bin ich dann sehr sauber auf der Ebene, unterwegs in Richtung von der Ursachenermittlung.
Und das andere, Degradationstest, das sind dann irgendwelche Zyklentests, die ich durchführe, wo ich das Ganze also über längeren Zeitraum, idealerweise über Lebensdauer, nutze, um eben zu sehen, wie verändert sich mein Merkmal über die Lebensdauer. Und da nutzen wir eigentlich ganz gern, Winfried, machst du, glaube ich, genauso. Du bist, glaube ich, auch ein ziemlicher Fan von dem Parameterdiagramm. Also das finde ich eine sehr schöne Bereicherung aus dem AIAG-VDA-Modell heraus. Also die Amis gehen dann eher so ran und sagen, okay, was ist das? Das ist ein Katalysator, da geht irgendwas rein und hinten geht irgendwas raus. Wir können hier entsprechende Fehlerzustände haben. Es gibt irgendwelche Steuergrößen, mit denen wir das Ganze entwickeln, auslegen. Und jetzt kommt das Interessante dabei. Es gibt Störgrößen, Noise Factors aus der Nutzung, sei es Lebensdauerthemen, sei es Themen aus der Umgebung, sei es Themen, die irgendwo im Zusammenspiel mit anderen Teilen kommen, sei es Nutzungsszenarien, dass bestimmte Zyklen mit dem Auto gefahren werden, oder eben das Thema Interaktion mit anderen Komponenten. Da geht es für mich dann schon wieder Richtung Mechatronik und funktionale Sicherheit. So, und dieses Denkmodell, das nutze ich eigentlich sehr gerne, um in der FMEA-Moderation dann immer zu sagen, okay, das, was man jetzt das Team an Maßnahmen nennt, ist das geeignet für diese Situation oder nicht? Das heißt, wenn ich jetzt hier im Bereich Lebensdauer bin, dann brauche ich einen Funktionstest unter Nutzungsbedingungen mit einer Beurteilung vorher, nachher. Das wäre so der typische Degradationstest, wo ich eben am Anfang etwas messe und nachher messe und beurteile, wie hat es sich über Lebensdauer verändert. Vorher wurde der A380 angesprochen. Hier, das ist auch ein Bild aus dem A380 heraus. Da gibt es eine Halle, wo ein A380-Flügel aufgebaut ist und permanent belastet wird, weil es war geplant, den A380 über 80 Jahre zu nutzen. Und dann kann ich natürlich nicht 80 Jahre das Produkt erproben und sagen, jetzt bringe ich es auf den Markt. Deswegen macht man hier die Nutzung in einer Halle, simuliert die in Anführungszeichen. Und der Flügel hier in der Halle bekommt mehr Belastung ab als die Flieger draußen. Also ich denke, keiner von Ihnen möchte diese Belastung sehen. Hier unten ganz klein ist ein Mensch, also das wird irgendwie so 6 bis 7 Meter Auslenkung sein. Wünsche ich keinem, dass er das im Flug erlebt. Aber hier wird regelmäßig nachkontrolliert, ist da irgendwo ein Riss drin? Und wenn ja, müsste ich meine Flieger grounden. Wenn wir Richtung Umgebung unterwegs sind, das Bild konnte ich selber machen bei 100 Jahre Sindelfingen, da durfte ich mein normales Auto, was aber schon irgendwo als Oldie zählt, also ein schöner alter 124er Daimler, den durfte ich da ausstellen in Sindelfingen und durfte dann auch mal durch die Hallen laufen. Und da hat man auch erklärt, dass dieses Auto dann irgendwo bergmännisch geöffnet wird, das heißt, man schlägt das Eis weg. Und dann setzt sich ein Testfahrer rein und jagt das Auto mal in roten Drehzahlbereich rein, nach dem Motto, wenn der es nicht kaputt kriegt, wir werden es dann garantiert nicht kaputt kriegen. Weil von uns wird sich keiner in ein kaltes Auto setzen und gleich vor den roten Drehzahlbereich gehen. Teil-zu-Teil-Abweichungen, da wäre dann irgendwo in diesem Magnetventil gibt es einen Anker und eine Ankerführung, um zu sehen, ob ich das hier richtig ausgelegt habe mit anderen Teilen. Da müsste ich eben mit Grenzmustern rangehen. Das heißt, ein Teil am kleinsten Maß, das andere am größten Maß und schauen, ob die Funktion dann eben gegeben ist. Nutzung, das heißt, hier sind so klassischerweise kundennahe Fahrerprobung in der Automobilindustrie, dass man es eben Lead-User-Kunden gibt und sagt, jetzt nutz mal das Produkt und ist es auch das, was du dir vorgestellt hast, beziehungsweise kommt dann aus der Nutzung plötzlich etwas heraus, an was man vorher noch nicht gedacht hat. Ich hatte es vor kurzem bei handgeführten, motorbetriebenen Werkzeugmaschinen, das dann heißt, ja, dann können halt irgendwelche Späne in den Tank reinkommen und das muss das Produkt aber überstehen. Oder Systeminteraktion, was ich vorher angesprochen hatte mit diesem Opel Meriva. Man hat halt einfach mal diesen Mikroschalter festgehalten und geschaut, ob die Sicherheitsfunktion, also die ich aus Sicht der funktionalen Sicherheit definiert habe, ob die korrekt dann eben das System in einen sicheren Zustand bringt. Wenn es Richtung Input geht, dann eben mit erhöhten oder erniedrigten Werten mal reingehen in so eine Beschaltung.
und wo es dann immer sehr spannend wird. Das steht in dem Modell nicht drin jetzt hier von der AIAG VDA, ist aber für mich auch ein wichtiger Punkt immer, Statistik. Das heißt hier, das soll einfach mal darstellen, eine Klebeverbindung. Das heißt, dass ich hier eben dann, und dann ist es wichtig, mit einer großen Losgröße mal nachweise, dass auch statistische Einflüsse einer Klebeverbindung okay sind. Das heißt, da würde ich dann schon mal 100, 150 Teile aufbauen und die eben zerstören, prüfen und schauen, ob ich auch bei Schwankungen aus der Fertigung, Stichwort Design of Experiments, trotzdem noch die richtige Klebefunktion habe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Teil zu Teil habe, da brauche ich nicht 100, 150 Teile aufbauen. Wenn es mit einem Teil nicht tut, wird es mit den anderen auch nicht tun. Aber wenn ich statistische Einflüsse habe, dann brauche ich eben große Losgrößen oder zumindest eine größere Testgruppe, um zu sehen, ist es richtig ausgelegt oder nicht. So, dann noch so ein Punkt nochmal zu diesen AP-Tabellen, noch eine Interpretation. Ich hatte sie vorher mal gezeigt. Und jetzt hängt hier irgendwas bei mir. Okay. Gut, also jetzt geht es wieder. Okay, gut. Also wenn wir jetzt hier unterwegs sind Richtung der Design-FMA, dann haben wir eben jetzt hier diese Matrix, die ich vorher gezeigt habe. Und jetzt haben wir eben hier auf der, jetzt hängt trotzdem hier irgendwas. Okay, wir haben diese Initialeinstufung, wie ich vorher angesprochen hatte. Also das sind diese verschiedenen Strategien oder Auftretenswahrscheinlichkeiten aus der AIAG VDA. Das heißt neues Design, ähnliches Design, geringe Designänderungen oder fast identisches Design bis eben hin zu sicherem Design. Das sind die Einstufungen mit dem Auftreten. Und dann haben wir eben das ganze Thema hier mit der Entdeckung, keine oder nicht geeignete Entdeckungsmethoden. Oder Entdeckungsmethoden, die neu oder nicht bewährt sind. Das wäre letztendlich alles das, was dann letztendlich zu einem Produktrisiko im Feld führen könnte. Also später mal so, was kommt noch eine andere Folie, aber da kann ich eigentlich keine Begründung schreiben, wenn ich in diesem Bereich hier bin, dass ich sage, okay, also hier muss ich auf jeden Fall eine Maßnahme treffen. Dann gibt es das Thema eben jetzt hier bewährte Testmethoden ohne ausreichende Reaktionsmöglichkeit. Das wäre eben dann letztendlich, was zu einem Projektrisiko führt. Und wenn wir jetzt hier reingehen in den linken Bereich, dann haben wir bewährte Testmethoden mit ausreichender Reaktionsmöglichkeit oder Nachweis der Entdeckung, Fehlerart, Fehlerursache. Da wäre ich dann im roten Bereich hier im Realisierungsrisiko und das kann ich dann eben selber sagen, wenn ich einen Plan B habe, mache ich das oder mache ich das nicht. So, und meine Versuche, wie vorher gezeigt mit diesem Denkmodell, die werden eben dann irgendwann zeigen, ich bin in einem grünen Bereich angekommen und eigentlich dieses kleine Eck da unten links ist das, was wir früher eigentlich hatten in der B mal A und B mal E Matrix da unten rechts. Das ist eigentlich jetzt genau der Bereich, den wir dann idealerweise bei hohen Bedeutungen anstreben. Rechts, wie gesagt, in dem Feld darf ich nicht landen, in dem da in der Mitte kann man drüber nachdenken, Projektrisiko und für die besonderen Merkmale muss ich eben irgendwo eine Bewertung haben in dem Bereich hier zwischen 1 und 6 nach den neuen Tabellen. So, wenn wir jetzt noch reinschauen, Maßnahmen in der Prozess-FMA, das heißt, wir sind jetzt hier in diesem unteren Bereich, Entdeckung des Fehlers zu 80% oder der Fehlerursache zu 20%. Auch hier wieder das Denkmodell, Vermeidungsmaßnahmen, alles, was ich mache, damit im Prozess kein Fehler auftritt, sei das Durchschlupf aus Vorprozessen, Prozessfähigkeiten, Arbeitsanweisungen etc., das wären die Vermeidungsmaßnahmen. Und wenn ich dann das Teil produziert habe, dann kommen eben die Prüfstrategien, Erststückprüfung, Stichprobenprüfung, 100% Prüfung etc. Und hier eben jetzt auch wieder in der Anwendung diese Matrizen, die wir empfehlen, jetzt eben mit Produktionsrisiko und Detektionsrisiko. Auch hier wieder ein Bild aus der AIAG VDA. Das heißt, hier
ganz klar links das Thema Vorbeugung, also Betreibereinweisungen, Maschinenfähigkeiten und Erkennung, eben Sichtprüfung, sensorische Prüfung. Und es steht hier sehr, sehr schön in dieser neuen Richtlinie drin, jetzt sind wir unterwegs am Produktmerkmal. Das heißt, klare Aussage, Maßnahmen beziehen sich auf Merkmale. Werker Selbstprüfung kann nur dann eine Entdeckungsmaßnahme nach dem Modell hier sein, wenn das Merkmal nach seiner Herstellung geprüft werden kann und auch geprüft wird. Ansonsten, Werker Selbstprüfung ist dann erstmal ein No-Go, wenn ich dieses Kriterium hier nicht erfülle. Ich bringe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie müssen diesen O-Ring hier irgendwo in den Flansch verbauen. Und die Vermeidungsmaßnahmen wären, wie stelle ich sicher, dass er den O-Ring verbaut. Aber Entdeckungsmaßnahme kann definitiv nicht die Werker Selbstprüfung sein, weil er kann dieses Merkmal, ob er verbaut ist oder nicht, nachher nicht mehr prüfen. Und er wird es auch definitiv nicht prüfen am Arbeitsplatz. Und deswegen, Werker Selbstprüfung funktioniert hier nicht. Auch hier nochmal das Spiel mit der Interpretation dieser AP-Tabellen, was ich vorher gezeigt hatte. Auch da wieder diese drei Bereiche, in denen wir diese einteilen. Wir haben eben jetzt nach der neuen AIAG VDA hier verschiedene Bewertungskriterien, PPM, zeitliche Prognose. Finde ich sehr schön, dass man da, ich sage immer, mehrere Rezeptoren hat für die Bewertung. Und dann haben wir eben auch wieder hier unten keine oder nicht geeignete Testmethode, Wirksamkeit nicht nachgewiesen. Und das, sage ich immer, ist Euro extern. Das sind Punkte, die fehlerhaft zum Kunden durchschlüpfen können. Wenn wir in dem Bereich hier von 5 bis 6 sind, da ist es die Reaktion durch den Menschen. Und wenn wir hier links unterwegs sind, maschinelle automatische Entdeckung mit einer Reaktion durch ein sicheres System. 3 heißt am Arbeitsplatz, 4 am folgenden Arbeitsplatz. 2 würde heißen eine Reaktion durch die Maschine. Das heißt, die Maschine erkennt schon über einen Sensor, da darf kein Teil eingelegt werden oder es sitzt nicht richtig und sagt dann, okay, dann starte ich den Prozess auch nicht. Beziehungsweise bei 1, es ist mechanisch gar nicht möglich, dass ich das hier falsch einlege. So, das links hier wäre der Punkt, 0 Fehler zum Kunden mit entsprechenden Wertschöpfungsverlusten. So, und eigentlich im Prinzip nur dieser Bereich unten links ist eigentlich das, was man klassisch als die Null-Fehler-Produktion bezeichnet. So, Aufgabenpriorität hoch, ich muss Maßnahmen treffen oder Begründung liefern, warum nicht? Das heißt, da gibt es normalerweise so eine Spalte hier, wo ich die Begründung reinschreiben kann in den Formularen. Und jetzt auch hier rechts geht nicht. Das in der Mitte kann man drüber diskutieren und über diese Diskussion in der Mitte würde ich Ihnen mal gern zeigen, wie man da entsprechend rangeht. Das heißt, was kann ich in der Mitte noch für eine Aussage machen? Also schauen Sie es mal an hier. Ganz links würde ich mal sagen, sind wir in der Größenordnung bei 100% Entdeckung, rechts irgendwo bei 0% Entdeckung und in der Mitte sehen, hören, fühlen, das wären eben so typische Sachen hinsichtlich Werker Prüfung, Sichtprüfung etc. Da hat man gern solche Bereiche hier mit 98%. Das heißt, das linke wird nicht in den Folgeprozess gelangen, aber hier dieses rechte wird zu 100% durchrutschen und das in der Mitte, da ist eben die Frage, wie wahrscheinlich wird es in den Folgeprozess gehen. Und da gibt es jetzt eine etwas schwülstige Formel, ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Der Durchschlupf ist das Auftreten in einem Prozessschritt multipliziert mal 1 minus der Entdeckungswahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn ich 98% Entdeckungswahrscheinlichkeit habe, dann ist es eben 2% ist der Durchschlupf. Auftreten im Prozessschritt mal 2% könnte man dann sagen, wie viel durchrutscht. Kleines Beispiel dazu. Also nehmen Sie an, Sie kriegen von dem Lieferant Rohmaterial mit Macken. Das geht irgendwo in einen Drehprozess rein. Da hätten wir also unsere 2000 ppm. Die würden jetzt hier mit 6 entdeckt werden. Dann hätten wir eben diese Formel angewandt und sagen,
okay, 2% rutschen durch. Das heißt, aus dem Prozessschritt, wenn der Werker noch eine Selbstprüfung am Arbeitsplatz macht, müssten ca. 40 ppm rausgehen. Wenn ich noch eine nachgeschaltete Sichtprüfung habe, dann würde ich da nochmal 2% rausfiltern. Dann sollten theoretisch 0,8 ppm durchrutschen zum Kunden. Und damit könnte ich dann entsprechend beurteilen, wie gut ist das Ganze hinsichtlich zum Kunden. So, und jetzt habe ich noch, Winfried, wenn du noch gestartet, noch zwei kurze Folien. Die würde ich ganz kurz noch schnell ansprechen. Prüfstrategien in der Produktion. Das heißt, einfach mal die Denke. Links habe ich die Merkmale hier, die ich verifiziert habe. Und zu jedem Merkmal gibt es Strategien. Bei zuverlässigen Lieferanten mache ich eine Qualitätssicherungsvereinbarung. Das sollte eine scharfe Schere sein. Das heißt, wir sind da eher so in dem grünen Bereich unterwegs. Sollte nichts zum Endkunden gehen. Bei schwierigen Lieferanten brauche ich irgendwo eine Wareneingangsprüfung oder sonstige Prüfung in der Fertigung, je nachdem, ob zufällig oder systematisch. Bei systematischen Fehlern kann ich mit Erst- und Letztstückprüfung rangehen, um die Kette zu durchtrennen. Bei zufälligen Fehlern müsste ich dann eben mit einer 100% Prüfung rangehen. Habe ich fähige und beherrschte Prozesse, würde ich mit einer SPC rangehen. Habe ich werkzeuggebundene Prozesse, brauche ich eine Prozessüberwachung, also so mit Stichprobenprüfung. Und wenn ich an eine Warngrenze rankomme, dann mit Reaktion. Und bei manchen Punkten, die ich nicht am Bauteil selber finden kann, da muss ich dann eben einen Montageprozess machen, später die Funktion, die ich montiert habe, prüfen zu 100%, um diese Kette sauber zu durchtrennen. So, und damit würde ich mit meinem Vortrag aufhören. Ich habe noch zwei Folien drin, die würde ich aber jetzt aus Zeitgründen nicht mehr bringen. Die können Sie in den Unterlagen nochmal anschauen. Und ich denke, das sollte auch dann ersichtlich sein, was ich damit meine. Okay, etwas zu lange gebraucht, Winfried, sorry. Ich wollte gerade sagen, perfekt auch in Teilen. Ja, aber die zwei Folien noch zum Maßnahmenmanagement. Vielleicht als Aussage noch, also gibt verschiedene Möglichkeiten, die Maßnahmen zu kommunizieren. Am häufigsten finde ich zurzeit noch die Kommunikation über Excel-Tabellen, dass man das aus den Softwarepaketen rauszieht, dann über Excel an die Kunden gibt oder an die Teilnehmer. Tendenz geht aber hin zu Maßnahmenmanagement-Modulen, wo dann eben Mitarbeiter über eine wie auch immer geartete Internetplattform oder Webbrowser ihre Maßnahmen rückmelden können, sei in der FMEA-Software oder sogar in einem zentralen Maßnahmenmanagement, was dann verschiedenste Systeme, SAP, FMEA, CAQ und so weiter bedient. Wir hatten da schon Kontakt mal mit dieser Firma GADV. Ich finde, das sind ganz interessante Tools, die da gerade so am Entstehen sind. Ja, ich nehme es auch gerne wieder auf. Ja, da waren jetzt ganz, ganz viele Anregungen. Ich will mal eine rausgreifen, weil es mich eben interessiert. Wir gehen nochmal gedanklich in die Prozess-FMEA. Da hast du ja korrekterweise gesagt, Entdeckungsmaßnahmen. Naja, ich kann Ursachen entdecken, ich kann Fehlerarten entdecken. Du hast auch so eine Prognose oder einen Ist-Zustand, so 80% der Maßnahmen entdecken doch die Fehlerarten, 20% vielleicht frei nach Pareto, eher die Ursache. Mhm. Ja. Und wenn man den Standard da genau liest, ist das ja auch alles abgedeckt, da steht ja sinngemäß drin, ne? Die Entdeckung kann sich auf die Ursache, die Fehler oder die Folge beziehen, bevor diese den Kunden erreicht. Macht alles Sinn, denke ich. Ich kaue da gerade auf so einem Denkmodell rum. Ich denke, es ist natürlich viel cleverer, wenn ich jetzt moderiere, dann frage ich auch, ja, könnt ihr die Ursache entdecken oder die Fehlerart? Im Seminar sage ich es erstmal andersrum, frage mal nach, aber ob die Fehlerart entdeckt werden kann, weil es einfacher zu verstehen ist. Aber es ist natürlich viel cleverer, die Ursache zu entdecken. Ist ja klar. Und jetzt kommt da meine Frage an dich. Wenn ich jetzt sage, naja, ich habe eine geeignete Technik,
durch eine Motorstromüberwachung oder dann ist das ja irgendwie wie so eine Diagnose, nicht? Und dann habe ich ja eine Diagnose da drauf. Und eine Diagnose, die nicht reagiert, macht ja auch keinen Sinn. Also ich entdecke die Ursache und dann wird irgendwas Sinnvolles geschehen. Dann wird die Maschine abgestellt oder das Teil wird ausgeschaltet. Was technisch wird nachgeregelt, damit das nächste Teil wieder gut ist. Ne? Das ist ja dann so ein bisschen MSR in der Prozess-FMEA, ne? Wenn ich Ursachen entdecke. Ja. 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 Wenn man jetzt nicht mit MSR argumentiert, könnte man sagen, na gut, wer Ursachen entdeckt und vernünftig reagiert, dann könnte es ja fast eine Vermeidungsmaßnahme sein. Also es ist hochinteressant, da wird es philosophisch. Ne? Ja, also so haben wir es eigentlich, oder zumindest war meine, wahrscheinlich aber auch deine Vorgehensweise. Ja. Also früher habe ich eigentlich solche Sachen eher in die Auftretenswahrscheinlichkeit reingepackt, genau, und habe gesagt, okay, ich habe da eine sichere Reaktion, deswegen vermeide ich es. Es ist aber jetzt in diesen neuen AIAG-VDA-Tabellen steht eben als Entdeckungsmaßnahme drin. Und da hat man sich vielleicht auch so ein bisschen beholfen, damit irgendwie gedanklich wahrscheinlich die RPZ nicht noch zu hoch wird, dass man gesagt hat, naja, aber gut, wenn ich die Ursache entdecke, dann ist das ja eine Entdeckung und deswegen können wir das dann wieder als eine sehr gute Entdeckung bezeichnen. Dann sind nämlich beide Werte wieder etwas kleiner. Aber es ist insgesamt, ich finde es nicht schlecht. Also am Anfang hatte ich meine Probleme mit dem Denkmodell, aber ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Ich finde, man kann es gut anwenden. Ja. Und die RPZ, falls sie jemand noch verwendet, wird damit auch schöner. Ja, geht durchaus. Ja, ich gucke mal die Runde. Ich glaube, da sind auch noch Fragen reingekommen. Aus den Zuhörern. Ich persönlich habe viele Fragen, aber jetzt wollen wir mal gucken, was das Slido so sagt. Sie sagen, Prüfmaßnahmen aus der Fertigung sind in der Design-FMEA im Allgemeinen nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Ich kann das leider bei mir auf dem Rechner die Frage gar nicht komplett sehen. Ich sehe sie. Also, okay, also ich kann sie auch nochmal vorlesen. Sie sagen, Prüfmaßnahmen aus der Fertigung sind in der Design-FMEA im Allgemeinen nicht erlaubt. Mhm. Das heißt, es gibt auch Ausnahmen. Können Sie hier ein Beispiel geben? Also für mich in der Design-FMEA, ich versuche die Ursache zu erkennen. Es gibt aber Situationen, aber das ist wirklich, kann man wirklich an einer Hand abzählen, solche Fälle in Firmen, die ich bisher hatte. Und ich schätze mal, ich habe um die 1000 FMEAs moderiert. Aber es gibt Situationen, wo ich sage, ich kann das in der Entwicklung nicht mehr verifizieren, weil ich keine Grenzmuster aufbauen kann, weil ich das vielleicht gar nicht mehr berechnen kann. Und dann kann ich das Ganze eben über Prüfmaßnahmen nur im Prozess absichern. Also Beispiel, was ich mal hatte bei einer Firma, da wurden zwei Teile gepaart. Da ging es um Glasscheiben von Handys. Die mussten ganz, ganz dicht sitzen. Es waren minimalste Toleranzen, die im Mühbereich waren, wo man gesagt hat, man kann eigentlich keine Grenzmuster aufbauen und damit Vorhersagen machen, wo wird mein Prozess liegen. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir können in der Entwicklung nicht sagen, ob es sicher ausgelegt ist. Wir können es nur über eine 100%-Prüfung und Paarung in der Fertigung dann absichern. Also das ist so ein typischer Fall für mich. Aber es ist wirklich extrem selten, dass sowas mal in der Design-FMEA vorkommt. Aber immer dann, wenn ich es in der Design-FMEA nicht berechnen kann, dann kann ich sagen, okay, lass es uns zu 100% in der Fertigung absichern. Ja. Weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber... Ja, was leider nicht selten vorkommt, dass man fälschlicherweise also Maßnahmen aus der Prozess-FMEA in die Design-FMEA bringt. Genau. Auch wenn man vorher ein Seminar gemacht hat, dann haben wir gesagt, Mensch Leute, da ist die Grenze, das ist Design, Wareneingangsprüfung hilft dem Design jetzt nichts, der richtigen Auslegung. Und dann macht man eine Übung oder so und dann passiert das dennoch, obwohl man darauf hingewiesen hat. Also das ist ganz schön. Ich glaube, das hat einfach mit Umgangssprache zu tun. Ja. Und, also ich nehme mal hier sowas hoch, der Gelo Revoice. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du hast ja, glaube ich, auch gerade ein bisschen Problem mit der Stimme. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Okay. Also wenn ich jetzt als Entwickler eine Welle konstruieren müsste und ich würde diese Welle aus Versehen 18 mm dick machen, anstatt vielleicht 25 mm. Und wenn ich dann reinschreiben würde, ja, das finden die ja in der Fertigung. Die finden das nicht, weil die schauen auf die Zeichnung, sagen, da steht 18 mm drauf, wir haben 18 mm produziert. Genau. Also das kann ich nicht mehr finden, ob die Welle dann stark genug ist oder nicht. Ganz genau. Solche Phänomene habe ich auch, wenn es um Prototypen-Tests geht oder so. Man sagt ja, wir messen das erste Mal nach. Ja, wenn ihr es falsch ausgelegt habt, würde ja nur bestätigen, dass das Falsche richtig hergestellt worden ist. Nicht?
Genau, und der Prototyp, sage ich immer, Platin aus dem Vollen gefeilt, der ist wahrscheinlich exakt auf den Zollwert ausgelegt und wird die Grenzen garantiert nicht erreichen. Ganz genau. Das ist übrigens noch ein Aspekt, du hast ihn auch gestreift, denke ich, dieser E-Wert, was er alles aussagt. Nicht? Das ist natürlich ein Qualitätsrating, wie gut ist das Nachweisverfahren, das ist ja unbestritten und die Tabellen gehen in diese Richtung auch. Aber, und ich glaube, das hast du auch doch sehr intensiv erwähnt, es soll auch eine Aussage sein, wie repräsentativ ist denn mein Prüfling für die Serie? Das muss ich ja auch wissen, nicht? Also ja. Und dann sind wir eben beim Thema Grenzmuster oder viele andere Dinge, die damit eben zusammen sind. Ich meine, das, was wir jetzt so ein bisschen diskutieren, das ist eben der Job des Moderators, die Experten zu leiten. Denn, wir sind die Schiedsrichter auf dem Spielplatz, ja. Ja, denn das kann man jetzt nicht von den Fachexperten verlangen, dass sie in diesen Verästelungen sich so toll auskennen. Das ist genau unser Job, auch unsere Verantwortlichkeit, dann zu unterstützen und klare Denkmodelle anzubieten und das auch zurückzumelden und zu sagen, ja, ich verstehe dich zwar, aber letztendlich hilft uns das an der Stelle nicht. Ja, also wenn ich da noch ein Beispiel bringen kann, also mit diesem Opel Meriva, mit diesen Türen hier. Ich weiß nur, in der Runde hieß es, ja, Herr Schlosske, ist doch gar kein Problem. Wir haben einen Mikroschalter drin, der erkennt, ob die Türe verriegelt ist oder nicht. Und dann habe ich die Frage gestellt, ja, und wenn der Mikroschalter hängen bleibt? Und dann plötzlich hat es erstmal Klick gemacht. Also die Ingenieure, die verlassen sich gerne drauf, sagen, ich habe doch da was drin, das prüft es. Aber wenn man dann die Frage stellt, ja, und wenn das jetzt nicht tut, dann kommen manchmal so Aha-Momente, gerade bei mechatronischen Systemen. Genau. Vielleicht noch was für dich. Ich habe gerade einen Screenshot gemacht gehabt, als du den Opel Meriva gezeigt hast und habe den an den Qualitätschef von GM gerade geschickt. Und er hat mir gerade geantwortet, Mensch, das Ding wird doch nicht mehr gebaut. Ja, natürlich wird es nicht mehr gebaut. Gab es da irgendwelche Probleme, hat er gefragt. Und war das nicht damals EDAG, die das konstruiert haben? Ja. Also ich habe den Herrn, glaube ich, Schüssler oder so ähnlich hieß der, habe ich mal auf einem FUSI-Kongress in Wien getroffen, hat gemeint, die Türe hat ohne Probleme performt. Ja. Also wir haben, glaube ich, einen guten Job damals gemacht. Ja. Also die Rückmeldung habe ich auch gerade bekommen. Es ist nichts Negatives im Bewusstsein der Verantwortlichen. Super. Das heißt, ich habe gut gearbeitet. Aber hallo. Ja, nochmal herzliches Dankeschön für deinen tollen Vortrag. Und wir gehen jetzt in das, was ich angekündigt habe, in unseren Dreierpanel. Ach, hier haben wir noch eine Frage. Eine kannst du vielleicht noch mitnehmen. Kann ich eine Werker-Selbstprüfung bei der Bewertung, ich kann den Rest leider nicht lesen. Kann ich eine Werker-Selbstprüfung bei der Bewertung der Auftretenswahrscheinlichkeit berücksichtigen? Aus meiner Sicht ja, weil also da passt es hin, aber nicht als Entdeckungsmaßnahme, aber als Vermeidungsmaßnahme, dass wenn er irgendwie sieht, okay, da habe ich ein dreckiges Teil und dann kann er sagen, okay, nee, also das verbaue ich jetzt nicht. Hm. Also in der Auftretenswahrscheinlichkeit, bevor er es verbaut, wenn er es sehen kann, da würde ich sagen ja, aber nachdem er es verbaut hat und er nicht mehr sehen kann, da ist es dann eben nein. Ja, nochmal Dankeschön für deine Antworten. Es sind noch eine ganze Reihe von Fragen. Mir fallen da auch ständig welche ein, aber wir wollen jetzt zu unserem Dreierpanel kommen. Wir haben jetzt keine große Abschlussdiskussion, sondern es soll wirklich ein nettes Gespräch sein, wo wir uns noch ein bisschen austauschen. Und ja, Andreas, du bist wieder gut zu sehen und zu hören. Super. Fällt dir was auf? Der Andreas hat sich umgezogen. Ja. Es ist unerträglich heiß hier im Büro. Tatsächlich. Und, Andreas, ich wollte gerade sagen, da sieht man mal, welche Anforderungen auf uns lasten, wenn wir hier so eine Show machen, dass man die Hemden natürlich permanent wechseln muss. Ja, genau. Also bei mir ist auch zu sehen, take it easy, 30 Grad. Ja, das Gewitter war leider nur so eine ganz, ganz kurze Abkühlung und jetzt das Einzige, was wir jetzt haben, ist eine Wahnsinnsluftfeuchtigkeit. Das sind alles schon wieder schöne Beispiele für Noise-Faktoren. Aber so als Einstiegsfrage oder als Thema, ihr seid ja nun mit der hochinteressanten Expertise unterwegs in Richtung Zuverlässigkeit, technisches Risikomanagement und so weiter, mal so auf der Metaebene. Ihr habt Mitarbeiter, die sich mit den Themen beschäftigen, die ihr führt. Ihr habt viele Kunden. Kennt ihr eigentlich im Profil, was ist der ideale
FMEA-Moderator für euch. Also ich will jetzt nicht formale juristische Dinge, dass er vielleicht Ingenieur sein sollte, sondern mehr so aus dem Nähkästchen. Was sind das für Typen, die das richtig gut machen? Habt ihr da irgendwelche netten Antworten, Sascha? Ja, ich hätte Andreas einen Vortritt gelassen, aber ich sage, also es sind Menschen, die müssen strukturiert denken können. Ein ganz wichtiger Punkt. Die müssen gern mit Menschen kommunizieren können. Also die sollten jetzt nicht, wie sagt man, woran erkennt man einen extrovertierten Programmierer? Er schaut dem Gegenüber auf die Füße und nicht auf die eigenen Füße. Also sie sollten mit Leuten kommunizieren können. Sie sollten ein bisschen einen technischen Background haben und sie müssen die Methode drauf haben. Und was auch noch vielleicht nicht schlecht ist, sorry Andreas, aber ich glaube, ein gewisser Grauhaarfaktor schadet auch nicht. Also jemand frisch von der Uni würde ich jetzt vielleicht nicht als Moderator nehmen. Ja, total. Ne? Also ich glaube, man merkt das auch immer, dass so eine gewisse Seniorität, und ich bin aber tatsächlich ja auch schon ein paar Jahre alt, ja? Also das auch wenn ich jetzt keine grauen Haare habe, aber ich habe auch eine 4 vorne stehen. Und das auch nicht seit ein paar Monaten, sondern auch schon ein bisschen länger. Also, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man in so einer Moderation auch durchaus mal ein Beispiel bringen kann. Gerade wenn auch ein Team sich uneins ist und so weiter. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, die Leute an den richtigen Stellen wieder einzufangen, gegebenenfalls auch mal was nach hinten zu stellen und so weiter. Also dafür zu sorgen, dass diese FMEA-Session bei den Leuten positiv in Erinnerung bleibt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass die Leute den Mehrwert daraus erkennen und dann auch wieder im Unternehmen durch die Gegend laufen und sagen, das hat was gebracht, das war sinnvoll. Ja. Und dann kommen die auch immer wieder von alleine an und sagen, hör mal, können wir nicht nochmal eine Session machen oder so. Ja. Und dann hat man es geschafft im Unternehmen. Genau. Ja, wenn das Verständnis kommt, das ist auch wichtig. Ja. Ja, also nicht wir müssen den Spaß an der Sache haben, der Kunde muss den Spaß haben. Und ich habe auch so einen Kunden, da gibt es einen Entwickler, den ich sehr schätze, der sagt dann immer, oh Mann, könnte man da nicht mal einen Termin mit dem Schlossgemach machen, das würde ich mal gern mit dem diskutieren. Also der einfach mich, und so ist es bei dir und beim Winfried auch sein, als Sparringspartner sieht, um einfach nochmal sauber wie ein guter Freund seine Entwicklung zu hinterfragen. Das ist ja auch total legitim, ja. Also auch ich mache ja auch viel so Haftungsfälle und auch ich freue mich, wenn ich von irgendjemand, den ich fachlich schätze, eine Zweitmeinung irgendwie bekomme. Ja. Und wenn ich manchmal überlege, also wenn wir in den Haftungsfällen, wenn ich für Versicherer auf Haftungsfälle draufgehe, dann sind das immer mindestens 25 Millionen, ne, plus. Und dreistellig ist auch im Automobilbereich. Das ist Tagesgeschäft. Ne? Das ist nicht so, dass wir da einen Fall von im Jahr haben, sondern da haben wir mehrere von. Und da frage ich mich auch immer wieder, ne? Also statt dann an bestimmten gezielten Stellen den Leuten die Wertschätzung entgegenzubringen, zu sagen, ja, dann hol dir doch da einfach noch einen Tag oder zwei Tage jemand von extern nochmal mit rein. Dann habe ich auf der einen Seite diese Person belohnt, ne? und ihm Wertschätzung gegenübergebracht und der hat auch noch ein gutes Gefühl dabei, weil ich meine, die guten Leute, die uns dazu holen, da ist es in der Regel nicht so, dass meine Kollegen und ich da reingehen und sagen, oh, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Eigentlich eher gar nicht, ne? Mhm. Sondern da ist es eher so ein Diskutieren übers Interpretieren oder wie man es vielleicht kommuniziert oder so. Und die holen sich das dann aber gezielt rein, weil sie einfach nochmal diese Bestätigung haben wollen, gegebenenfalls auch. Und genau. Das ist ja auch wirklich vollkommen legitim. Also ich hab mal gehört, dass die Aussage, die ich sehr gut fand, im professionellen Umfeld, sei es Prozess oder Design, dürfen Einzelfehler eben nicht zu Katastrophen führen, ist ja ganz klar. Ja. Und wenn man jetzt auf so ein Thema kommt und sagt, okay, wenn der jetzt den falschen Knopf drückt, hat er einen falschen Rohstoff gewählt oder weiß der Teufel was, und die Folge sind dramatisch, dann ist irgendwas Grundsätzliches falsch. Denn Menschen machen Fehler. Niemand kann fehlerfrei arbeiten. Und ich glaube, das ist auch der Sinn eines QM-Systems, aber wenn ich es jetzt auf unsere Tätigkeit übertrage, das ist ein kleines Mosaiksteinchen dazu, dass eben Einzelfehler nicht in die Katastrophe führen dürfen. Seien es die großen Beträge, die ihr handelt mit Versicherungen und Rechtsanwälten und Juristerei oder zum anderen sogar Gesundheit von Menschen und so weiter, weil
Das wissen wir, das wäre mittlerweile fahrlässig, wenn wir etwas konstruieren, einen Prozess bauen, ein Design machen und sagen, ja, das funktioniert ganz wunderbar, aber nur wenn jemand niemals einen Fehler macht. Da ist man eben schon falsch unterwegs. Es gibt in der Regel auch, wir haben so gut wie keine Fälle im Rahmen Fehlerabstellprozess oder auch in den Haftungsfällen, wo du beim einmaligen Draufgucken feststellst, wo der Fehler ist. Ja. Daran sieht man auch, dass die Methodiken und die Prozesse eigentlich schon funktionieren. Das ist zum Teil so dermaßen komplex, dass wenn ich dann gefragt werde, wäre der Fehler vermeidbar gewesen, wir tatsächlich auch manchmal sagen müssen, nein, zum damaligen Zeitpunkt nicht. Ja? Also ja. Es gibt halt immer noch diese One-in-a-Million-Fälle und die wird es auch immer irgendwie noch geben. Ja? Weil wir haben eine Time-to-Market-Problematik eben. Ne? Wir können nicht überall immer auf die Bremse treten. Und irgendwann muss man eben auch sagen, jetzt ist es wahrscheinlich sicher genug, ja. Und dann wird es eben immer noch mal die Einzelfälle geben. Ja? Jetzt muss ich langsam auf die Bremse drehen, denn die Zeit, wenn wir ins Plaudern kommen, die rast, ja. Denn ich will eines noch loswerden. Alle Unterlagen, die heute gezeigt wurden, die sind verfügbar über unser Event2Go. Also alles, was gezeigt wurde, ist für die Teilnehmer natürlich downzuloaden, wie das so schön heißt. Ja, und wir wollen wirklich nicht überziehen. Deswegen habe ich jetzt noch ein Minütchen, um mich wirklich nochmal herzlich zu bedanken bei euch allen. Und mein Dank gilt natürlich jetzt in dem Fall nicht nur an die Referenten, sondern eben auch unser Technikteam. Da ist eine ganze Menge im Hintergrund zu tun. Es ist ein bisschen mehr als ein Teams-Meeting. Da ist sehr viel Sorgfalt notwendig. Wir haben vorher den Technik-Check gemacht und im Hintergrund läuft ganz viel. Also euch allen herzliches Dankeschön. Wir haben jetzt Hitze frei. Es gibt kein Air-Meet heute. Genießt den Tag, genießt das Wochenende und bis bald beim nächsten DC Talk. Macht's gut. Ciao. Ade.